بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ich möchte in diesem Video über das Thema der Wahlen sprechen. Genau gesagt über das Thema und den Sachverhalt der Beteiligung eines Muslims an diesen Wahlen. Es geht, nur damit wir das vorab wissen, es geht nicht um die Frage, ob das legitim ist oder nicht. Und es geht auch nicht um die Frage der Systeme, die dem Islam konträr stehen, die mit dem Islam in Konflikt stehen, die nicht in nicht zu vereinbaren sind mit dem Islam. Das sind nicht die Fragen. Das heißt, es geht hier um eine ganz explizite Frage und einen ganz expliziten Sachverhalt, und zwar die Beteiligung des Muslims bei Wahlen in nicht-islamischen Systemen. Es geht hier unter anderem um den tatsächlichen beteiligten Muslim und unter anderem aber auch um die Ahlul Ilm, die Gelehrten und die Mashayikh, die der Auffassung sind, dass es unter Umständen für den Muslim legitim ist. Manche sagen sogar, es sei verpflichtend. Es geht um die Bewertung und Zustandsermittlung dieser Person. Warum das Ganze jetzt und warum in diesem Format? Diese Frage betrifft zwei Gruppen. Einmal die Leute, die direkt davon betroffen sind, das heißt, es gab Gespräche zwischen mir und Bekannten zu diesem Thema. Und zum anderen für die Allgemeinheit. Aber warum dieses Format, warum im Format eines Videos, warum nicht ein Schreiben oder warum muss das öffentlich gemacht werden? Warum nicht in dem geschlossenen Kreis, in dem dieses Thema aufgeworfen wurde? Aus mehreren Gründen, unter anderem, da das Thema, um dieses Thema zu bearbeiten, müssen wir von Sachverhalt zu Sachverhalt springen. Wir müssen verschiedene Prinzipien erwähnen. Wir müssen Begriffserläuterung vornehmen. Wir müssen Meinungsverschiedenheiten erwähnen. Wir müssen Hintergründe und die Ursachen der Aussagen erforschen. Das sind immens viele Sachen. Es ist allgemein extrem schwer, so viel Inhalt so kurz und knapp darzustellen, da einige einzelnen Thematiken, die ich hier sporadisch erwähnen werde, sie haben das Potenzial, dass man sie stundenlang behandelt. Manche dieser Informationen sind, ich nenne es mal tiefgründige Fachinformationen, die findet man nur in der Sachliteratur, die findet man nur, oder an sie gelangt man nur durch das Studium diverser Disziplinen. Deswegen es ist allgemein ein sehr schweres Unterfangen. Dieses Format hat den Vorteil, dass ich meinen Faden nicht verliere durch Unterbrechungen und ständige Zwischenfragen. Ich kann mich konzentrieren auf meine Gedanken und auch der Zuhörer kann sich das nach Belieben anhören und wiederholen und pausieren, wenn er müde wird, später weiterschauen. Und zumal muss es eine gewisse Grundlage geben, auf deren Basis man sich unterhalten kann. Ansonsten macht das alles gar keinen Sinn. Ich möchte aber vorher einen Einwand aus der Fläche räumen. Und zwar die Frage, warum denn jetzt? Warum nicht vorher? Warum hast du dich nicht vorher gemeldet? Zum einen
Meine persönlichen Meinungen sind nicht unbedingt von Belangen für jeden Einzelnen. Zweitens, es ist durchaus legitim, die diverses Wissen, also die Verbreitung und die Unterrichtung von diversem Wissen aufzuschieben, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis eine gewisse Tauglichkeit da ist zum Verstehen, sodass dieses Wissen nicht zu noch mehr Unkenntnis, noch mehr Missverständnisse und noch mehr Verwirrtheit führt. Was ich damit sagen möchte ist, wenn man mal über ein Thema nicht spricht, dann bedeutet es nicht, dass man die Leute emotional beeindrucken möchte oder ihre Herzen gewinnen möchte, um ihnen dann sozusagen etwas emotional einzutrichtern. Darum geht es nicht. Es geht hier um etwas, ich nenne es mal um etwas Didaktisches. Die Vorenthaltung von bestimmten Wissen im Sahih al-Bukhari befindet sich ein Kapitel im Buch des Wissens, im Kitab al-Ilm, und das lautet: Babu man khassa bil-ilmi qawman duna qawmin karahiyata alla yafhamu. Und dieses Kapitel bedeutet so viel wie, sagen wir mal, das Kapitel über jene, die das Wissen einigen vorenthielten aus Furcht, aus der Befürchtung, dass sie es nicht verstehen. Und dort führt er die bekannte Aussage von Ali radiallahu anhu an, in der er sagte: Hadithu an-nasa bima ya'rifun, atuhibuna an yukadhdhaba Allah wa rasuluh. Das bedeutet so viel wie: erzählt den Menschen das, was sie verstehen. Erzählt den Menschen das, was sie verstehen können. Möchtet ihr, dass Allah und sein Gesandter verleugnet werden? Ja, wenn ihr ihnen Sachen erzählt, die sie vielleicht nicht begreifen, im Moment nicht in der Lage sind zu begreifen, vielleicht fehlen ihnen diverse notwendige Informationsstrukturen, die dazu führen könnten, dass sie das ableugnen, abstreiten oder dass sie das missverstehen, falsch verwenden und derartiges. Möchtet ihr, dass Allah und sein Gesandter verleugnet werden? Und in einem anderen Wortlaut, da sagte er: und lasst, was sie nicht verstehen. Das heißt, wenn man jemandem etwas vorenthält, weil man davon ausgeht, dass die nötigen Informationsbündel und Gedankenstrukturen nicht gegeben sind, dann hat dies nichts damit zu tun, dass man die Herzen gewinnen möchte. Die nächste Frage jetzt: was genau will ich mit diesem Video bezwecken? Was ist die Substanz dieses Videos? Vorerst möchte ich einige Dinge klarstellen. Mir geht es in diesem Video nicht um die Verteidigung meiner eigenen Person, wie man oft vorwirft, vor dem Takfir von Fulan und Allan. Mir persönlich macht es nichts aus, wenn mich hier und da mal eine Person aus dem Islam ausschließt, da ich dies gewohnt bin. Und solange es keine Persönlichkeit mit fundiertem Wissen und Kompetenzen der Scharia ist, macht mir dies auch keine Bange und Sorge um meine Religion. Das sollte man hier zur Kenntnis nehmen. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, aber ich meine, das ist Tatsache. Ich glaube, jeder würde so denken. Mir geht es um die Verteidigung von Abertausenden und Millionen Muslimen, inklusive der Gelehrten, Fuqaha und Predigern, die diese Menschen dirigieren und anführen. Es ist wohl keine so triviale Sache, also das Thema hier, was wir hier besprechen wollen, wenn Massen der Muslime, inklusive ihrer Gelehrten, diese Standpunkte vertreten haben, wie ich anhand ein paar Exempel auch zeigen werde. Und die Verteidigung der Gelehrten vor dem Takfir gehört zu den wichtigsten Zielen der Scharia, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt. Ich werde heute hier ein bisschen auch mit Büchern hantieren. Es sieht vielleicht ein bisschen authentischer aus. Wir haben hier das Buch Majmu' al-Fatawa, was wohl jedem bekannt ist. Schon mal gehört, bestimmt. Majmu' al-Fatawa von Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Das ist das 35. Band.
Hierin sagt er etwas ganz Interessantes. Ich werde die Texte auf Arabisch vorlesen. Ich weiß, das langweilt den einen oder anderen. Für manchen ist das aber informativ und ermöglicht auch die Verifizierung von dem, was hier gesagt wird, beziehungsweise die Überprüfung der Übersetzung. Man kann ja, wenn das einem zu lange dauert, einfach ein bisschen nach vorne spulen. Er sagt, فَإِنَّ تَسْلِيطَ الْجُهَّالِ عَلَى تَكْفِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا فِيهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ. So, er sagt hier, die Bemächtigung der Unwissenden zum Takfir der muslimischen Gelehrten gehört zu den schändlichsten Übeltaten. Und den Ursprung hat dies bei den Khawarij und den Rawafid, welche die Imame der Muslime aus dem Islam ausschließen. Und er sagt weiter auf der nächsten Seite, oder bevor ich das nächste Zitat hier kurz erwähne, nochmal zu erwähnen, zur Erinnerung, damit wir ganz klar machen, um was es hier geht. Mir geht es nicht darum zu sprechen, ob dies für den Muslim erlaubt ist oder nicht. Auch wenn man das vielleicht hier und da aus den Worten, die hier fallen werden, vielleicht entnehmen kann oder vielleicht suggeriert die ein oder andere Aussage diesen oder jenen Standpunkt. Aber auch ist nicht alles, was ich hier sage oder die Argumente, die ich hier erwähne oder die Prinzipien, all dies müssen nicht meine Standpunkte sein. Gelegentlich werde ich auch aus der Perspektive jener sprechen, die dies erlauben, also aus ihrer Perspektive, um zu zeigen, dass es hier nichts mit Kufr und Schirk zu tun hat. Ich möchte einfach nur die verschiedenen Ansätze erwähnen, um zu zeigen, dass der extreme, undifferenzierte Takfir hier nicht nur unangebracht ist, sondern immense und akute Lücken im Informationsnetzwerk über die Scharia aufweist. Das beginnt dann schon mit der Sache, was ein Beweis ist. Aber dazu später nochmal. Ja, die Vorstellung, die der eine oder andere von einem Beweis hat, macht eine sinnvolle Diskussion bereits unmöglich. طيب, Ibn Taymiyyah sagt hier, بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية. Die Verteidigung und die Abweisung des Takfir von den Gelehrten der Muslime, selbst wenn sie im Fehler sind, selbst wenn sie sich irren, dies gehört zu den zentralen Zielen der Scharia. Das hierzu. Ich werde einige Begrifflichkeiten erklären müssen, um diese Thematik etwas, sagen wir es, etwas verständlicher zu machen, nachvollziehbarer und plastischer zu machen. Deswegen bitte ich euch auch hier, die sich das anhören, sich diese Teile hier nicht zu überspringen. Hört euch das an, versucht das nachzuvollziehen und geht dann erst weiter. Und auch wer nicht den Willen hat, sich das Video ganz anzuschauen, der braucht gar nicht die ersten paar Minuten reinzugucken, weil das, was ich hier erwähnen werde, das ist wie ein Puzzle. Du wirst das ganze Bild nicht haben, erst dann, wenn du alle Teile zusammengelegt hast. Deswegen bitte geduldsam zuhören. Und wie gesagt, wenn es zu lang wird, ich weiß selbst nicht, wie lange das jetzt gehen wird, während ich das gerade hier aufnehme. Wenn es zu lang wird, einfach aufteilen in mehrere Abschnitte, 20 Minuten, 40 Minuten. Wobei es mir persönlich lieber wäre, wenn man sich das am Stück anschaut. An einem ruhigen, freien Tag, in dem man genug Zeit hat. Wir beginnen mit einem Begriff, der
äußerst zentral ist. Ein zentraler Begriff, der im Usul al-Fiqh erwähnt wird, im Kapitel des Qiyas fällt er immer wieder. Bei der Bestimmung und Ableitung der Ahkam fällt dieses Wort immer wieder. Selbst in der Aqida fällt das immer wieder auf, dass man diesen Begriff hier sieht. Und das ist der Begriff al-Illa. Dieser Begriff ist unabdingbar bei den Ahkam und insbesondere bei den neuen Sachverhalten. Was meine ich mit neuen Sachverhalten? Das, was die Gelehrten die Nawazil nennen. Al-Mustajidat wa Nawazil. Al-Mustajidat wa Nawazil sind Sachverhalte, die so nicht bekannt waren zu vorherigen Zeiten. Das heißt, die Fuqaha, die Ahlul Ilm, die Mujtahidun sehen sich konfrontiert mit einem neuen Sachverhalt, den es so nie gab. Und diese Mustajidat, du wirst natürlich keinen expliziten Delil im Koran zu diesem Sachverhalt finden. Yani, du wirst keinen expliziten Delil dazu finden, ob das Klonen erlaubt ist, ob die künstliche Befruchtung erlaubt ist, ob die Sterilisierung einer Frau, wie das heute gemacht wird, erlaubt ist, ob die Benutzung von Verhütungsmitteln, die langfristig wirken, also die den Menschen irgendwie, wie soll ich sagen, die ihm in den Körper sozusagen, im Körper festgemacht werden. Du wirst keine expliziten Texte dazu finden. Das Handeln mit der Kryptowährung. Yani, wer die Vorstellung hat, dass Adilla immer ganz explizite Texte sind, wo ja, nein steht, der hat ein schwerwiegendes Problem mit dem Begriff Delil. Manchmal ist der Delil ein Komplex, bestehend aus ganz vielen einzelnen Sachverhalten, aus denen man dann durch induktiv eine Gemeinsamkeit ableitet, ein Prinzip aufstellt, das man immer wieder feststellen kann in diesen einzelnen Sachverhalten. Und daraus wird dann eine Qaida, ein Prinzip. Und die Qaida ist ein Delil. Dazu kommen wir aber auch später nochmal. Also, was ist die Illa? Die Illa, die Definition davon ist, die Illa, sie sagen, das ist das offenkundige, genau definierbare Charakteristikum, das auf das Urteil hinweist. Es ist also ein Charakteristikum, das die Ursache für das jeweilige Urteil in einer bestimmten Handlung ist. Das heißt, wir haben eine gewisse Form. Diese Form, das ist die Handlung als solche. Und es muss ein Charakteristikum geben. Dieses Charakteristikum ist die Ursache für das Verbot dieser Handlung. Was genau bedeutet das? Oder wie genau geht das? Auch bitte hier gut aufpassen. Es gibt hier drei Begriffe, die in Bezug auf das Wort Illa oder Manat, Manat wird auch verwendet, auf das Wort Illa und Manat, die in diesem Kontext erwähnt werden. Und jedes dieser Begriffe beschreibt eine Prozedur. Und zwar zuallererst beginnt man damit, diverse Charakteristiken aus dem bestehenden Ahkam zu extrahieren, die als Ursachen und Begründungen für die Ahkam fungieren und taugen können. Und diesen Vorgang nennt man Takhrijul Manat. Wir können das nennen, vielleicht sagen wir das Extrahieren oder die Extraktion dieser Charakteristika. Hier werden also die eventuellen Charakteristika nach bestimmten Schemata ermittelt. Auch das hat bestimmte Schemata, nicht einfach aus der Nase gezogen. Danach kommt die nächste Stufe und die nennt man Tahdhibul Manat. Hier werden nun jene Charakteristiken ausgeschlossen, eins nach dem anderen, die nicht als Begründung und nicht für die Begründung taugen und auch nicht für die Urteilsübertragung in Frage kommen. Ein Beispiel, damit ihr das besser verstehen könnt. In dem Hadith, der in den Sahihain überliefert wird, der Hadith von Abu Huraira radiyallahu anhu, darin sagt er, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل، فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال اذهب فأطعم أهلك. Dieser Hadith ist wohl dem einen oder anderen bekannt. Ich werde ihn jetzt nicht ganz übersetzen, weil das für uns nicht zutreffend ist im Moment. Es geht hier um Folgendes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in einer Sitzung und ein Mann kommt angerannt und sagt, ja Rasulullah, ich bin zugrunde gegangen. Ich bin zugrunde gerichtet. Er sagt, was hat dich denn zugrunde gerichtet? Oder was ist denn passiert? Er sagte, ich habe mit meiner Frau verkehrt, und es war ein Beduine übrigens, ein Beduine kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ich habe mit meiner Frau Geschlechtsverkehr im Ramadan gehabt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kannst du dies und jenes tun? Er nennt die verschiedenen Formen der Sühne. Und am Ende konnte er nichts tun, er konnte weder speisen, also weder einen Sklaven befreien, noch speisen, noch fasten, war zu nichts in der Lage. Jetzt haben wir folgende Situation, und das ist das Interessante jetzt. Wir wissen, dass irgendwas, was hier in diesem Text erwähnt wird, die Ursache für das dort genannte Urteil sein muss. Das dort genannte Urteil war unter anderem 2 Monate zu fasten. 2 Monate Fasten. Also die Kafara. Aber der Hadith hat das nicht genau definiert. Wie nicht genau definiert? Der Mann hat doch gesagt, was er gemacht hat. Tayyib, schauen wir uns an, was wir meinen. Hier beginnt jetzt der Faqih mit dem sogenannten Takhrijul Manat, was ich vorher erklärt habe. Das heißt, er versucht jetzt alle eventuellen und möglichen Charakteristika und Ursachen für dieses Urteil zu extrahieren aus diesem Text. Wir haben zum Beispiel Folgendes, dass es ein Beduine war. Es war ja ein Beduine und er hat mit seiner Ehefrau verkehrt. Und wir haben auch einen zeitlichen Aspekt, und zwar dieses besondere, spezielle Jahr, in dem das passiert ist. Und es könnte aber auch einfach das Brechen des Fastens gewesen sein. Aber es könnte auch sein, dass die Ursache des Brechen vom Fasten durch den Geschlechtsverkehr spezifisch gewesen ist. Jetzt kommt der Tahdhibul Manat. Jetzt werden wir einige dieser Charakteristiken, die untauglich sind, ausschließen. Und wie stellt man diese Untauglichkeit fest? Auch dafür gibt es bestimmte Schemata und Paradigma, aber auch das ist nicht unser Thema. Wir können nicht alles Mögliche anschneiden und alles Mögliche erwähnen. Also der ein oder andere mag vorstellen, dass man unbedingt alles erklären muss, um das verständlich zu machen. Das ist unmöglich, also das ist unlogisch und das ist illusorisch. Das Brechen vom, dass es ein Beduine war, das schließen wir aus. Dass es seine Frau war, weil er mit seiner Frau verkehrt hat, das heißt, würde er mit jemand anderem verkehren durch den Zina, wäre das nicht der Fall. Das schließen wir auch aus. Es gibt keinen Unterschied. Weil es das Brechen vom Fasten war. Diese Kafara, diese Sühneleistung, diese harte Sühneleistung war fällig, weil er das Fasten gebrochen hat. Der Geschlechtsverkehr war nicht ausschlaggebend. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa und Malik. Sie sagen, die Illa der Manat hier, dieses Urteils, also das Charakteristikum des Urteils, hier ist nicht der Geschlechtsverkehr, sondern das Brechen des Fastens. Das Brechen des Fastens ist die Illa. Wobei die anderen, die Schafi'i und Hanabila, sagen, nein, die Illa ist das Brechen des Fastens durch den Jima. Daher, bei den Hanafiya und den Malikiya muss jeder, der unentschuldigt, willkürlich sein Fasten bricht, er muss diese Kafara leisten, auch wenn es durch Essen war, auch wenn es durchs Trinken war, egal was, er muss diese Kafara leisten. Bei uns im hanbalitischen Madhab ist das nur
ausschließlich, die Kafara hier, diese Kafara, ist nur fällig, wenn das Fasten gebrochen wurde durch den Geschlechtsverkehr. Alles andere, selbst wenn es willkürlich war, macht diese Kafara nicht fällig. Seht ihr, hier haben die Ahlul Ilm, die in der Definierung der Illa verschiedene Auffassungen. Die Illa ist aber das sozusagen Dreh- und Angelpunkt des Urteils. Nun jetzt eine Folgende, jetzt haben wir noch was. Das kann man in diesem Beispiel vielleicht nicht mehr so erkennen, aber sagen wir mal Folgendes. Wenn nun eine Illa feststeht, wir haben sie jetzt extrahiert und wir haben alles ausgeschlossen, was untauglich ist, und wir haben jetzt eine Illa für ein bestimmtes Urteil, dann wird der Faqih schauen, ob in anderen Fällen, beispielsweise neue Fälle, diese Illa ebenfalls da ist. Ist dieses Charakteristikum gegeben? Wenn ja, folgt das gleiche Urteil. Ist es nicht gegeben, dann wird nicht das gleiche Urteil gefällt, und das nennt man dann Tahqiqul Manat. Das heißt, die Feststellung, ob das Charakteristikum des Urteils überhaupt gegeben ist. Ich hoffe, dieser Teil ist verständlich. Das ist enorm wichtig, um das zu verstehen, was kommen wird. Wenn du das nicht verstanden hast, dann geh bitte wieder zurück und schau dir das noch einmal an, und erst dann höre dir den nächsten Teil an. Ein weiterer einführender Teil, den ich hier kurz nochmal erwähnen möchte. Und zwar der Takfir bei bestehenden Eventualitäten. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Wort hier benutze, Eventualitäten. Das nennen sie At-Takfiru bil-Ihtimalat. Oder At-Takfir inda-Ihtimalat. Das heißt, den Takfir zu machen, wenn diverse Eventualitäten bestehen, Möglichkeiten bestehen, dass der Aspekt des Kufr nicht gegeben ist. Ich möchte in diesem Bezug einen ganz wichtigen Punkt nennen. Und der zeigt uns auch, dass der eine und andere ein ganz verkehrtes Verständnis von der Priorität des Takfir hat. Er denkt immer, ein Takfir zu viel besser als einer wenig, obwohl es eigentlich genau umgekehrt sein muss. Wenn eine Handlung Deutungsraum und Wahrscheinlichkeiten bietet, potenziell verschiedene Möglichkeiten bietet, das bedeutet, dass sie in ihrer Bedeutung oder den Bewegungsgründen nicht definitiv ist, dann ist der Takfir ohne weiteres nicht zulässig. Auch hier möchten wir etwas zitieren, und zwar aus dem Buch Al-Bahr al-Ra'iq von Ibn Nujaym al-Hanafi, der im Jahr 970 nach Hijra gestorben ist. Und das ist einer der bedeutendsten Hanafiten seiner Zeit, der das renommierte Buch Al-Ashbah wa Nadair geschrieben hat. Was sagt Ibn Nujaym? Er sagt hier, المسألة إذا كان فيها وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه تحسينا للظن بالمسلم. Wenn es in einer Angelegenheit Aspekte gibt, التي توجب التكفير, die den Takfir nötig machen, und einen einzigen Aspekt, der diesen ausschließt, dann ist es die Aufgabe des Mufti, diesen Aspekt zu präferieren. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Menschen denken, die den Takfir zum Dreh- und Angelpunkt der Religion gemacht haben. Die Sicherheit liegt nicht in einem Takfir zu viel, sondern eher in einem zu wenig. Und deswegen wird auch über Al-Imam Malik überliefert, dass dieser sagte, لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان. Wenn die Aussage einer Person 99 Aspekte des Unglaubens hat und einen einzigen Aspekt des Iman, dann würde ich dies auf den Iman zurück. Auch Ibn Abidin al-Hanafi, den zitiere ich jetzt hier auch wenn er
von den Mutaachirun ist. Ich habe persönlich kein Problem damit, die Mutaachirun zu zitieren. Neuerdings gibt es einige Allergiker in Bezug auf die Mutaachirin. Er sagt hier, Ibn Abidin al-Hanafi, er sagt, والذي تحرر والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. Er sagt, was nun belegt ist, ist, dass die Fatwa des Takfir eines Muslims nicht getätigt wird, wenn seine Worte auf Rechtes gedeutet werden können. Oder wenn es in dem Takfir Meinungsverschiedenheiten gibt. Aha. Also auch hier, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann liegt die Sicherheit darin, sich vom Takfir zu enthalten. Er sagt, selbst wenn es eine schwache Überlieferung im Madhab ist, also im Madhab der Hanafiya, er sagt, daher wird wegen den meisten hier genannten Aussageformen des Unglaubens keine Fatwa des Takfir gefällt. Das hierzu. Nun kommen wir zu dem zentralen Gedanken bei dem Wählen. Auch das Wählen als solches, also hier werde ich jetzt immer wieder diese Begriffe Manat und Illa erwähnen, die ich eben gerade erklärt habe. Manat und Illa, und ich benutze einfach im Deutschen das Wort Charakteristikum des Urteils, die Ursache des Urteils. Weiß auch nicht, ob das so passend ist, aber ich benutze das jetzt. Das Wählen als solches ist eine undefinierte Handlung in den Texten des Korans und des Sunna. Das heißt, das Wählen, wenn wir uns jetzt mal wenn wir uns vorstellen, ein unspezifisches Wählen, also unabhängig von dem, was gewählt wird. Das Wählen selbst ist eine neutrale Handlung. Es ist ja eigentlich nur ein Mechanismus oder ein Prinzip, um irgendetwas zu bestimmen. Also wir ordnen es zu den sogenannten Al-Wasail, die sogenannten, ja, nennen wir es die Mittel. Genau gesagt bedeutet dies, dass das Wählen per se einfach eine ganz neutrale Handlung ist. So, bei der Wahl von, darum geht es uns natürlich nicht, uns geht es nicht um ein einfach ganz absolutes, unbestimmtes Wählen, sondern um ein ganz spezifisches Wählen. Und zwar das Wählen von Parteien oder sonstigen ähnlichen Dingen. Nun, wenn wir jetzt das Wählen haben und wir fügen es der Partei hinzu, oder das Wählen und ein Minister oder was auch immer. Wir fügen jetzt diese zwei zusammen. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das Wählen alleine die Ursache, das Charakteristikum der Manat, die Illa des Kufr? Das ist nicht möglich. Es muss also ein Manat geben, eine Illa geben, weshalb das Wählen in dieser Konstellation Kufr sein soll. Nun, dieser Manat des Kufr könnte sein, man wählt jemanden, der die absolute Souveränität bekommen soll und dem man uneingeschränkt die Legislative und das Recht dazu überlässt. Das ist möglich, eine der Charakteristika der Manatat. Ein anderes könnte sein, dass man nicht-islamische Herrschaftsformen und Systeme bevorzugt. Auch wenn man mit dem Islam zufrieden ist. Ein dritter Aspekt oder Manat könnte sein, man ist zufrieden damit, man findet daran Gefallen und man findet das toll. Man findet diese machen den Islam obsolet. Möglich. Der eine oder andere sagt, der Grund dafür ist, weil man ein Teil des Systems ist.
Nun habt diese Manatat, Manatat ist die Mehrzahl von Manat oder Ilal, Mehrzahl von Illa, diese Charakteristika, diese Urteilsbegründungen, Ursachen können, sollte man sich im Hinterkopf halten. Wir wollen nämlich jetzt einen ganz speziellen, einen genauest definierten und individuellen Fall betrachten. Eine Gruppe von Muslimen unter der Herrschaft von Nichtmuslimen steht davor. Ich weiß, manche Beispiele, die ich erwähnen werde, sind sehr akute Beispiele, aber es geht jetzt allgemein einfach um das Prinzip. Und dafür werde ich mich manchmal auch an fiktiven Beispielen bedienen. Eine Gruppe von Muslimen unter der Herrschaft von Nichtmuslimen steht davor, dass zum Beispiel ein christlicher Demokrat und seine Partei das Ruder übernehmen oder ein Kommunist wie Stalin oder der Pol Pot oder ähnliche Personen. Ich glaube, Stalin und Pol Pot sind euch bestimmt Namen und was sie angerichtet haben im 20. Jahrhundert ist wohl dem einen oder anderen auch bekannt. So, die Muslime sehen ein, dass wenn Stalin und seinesgleichen an die Macht kommen, wie heute die Chinesen, die Kommunisten in China, es sieht nicht gut aus mit den Muslimen dort in dem Land. Also wenn Stalin oder seinesgleichen das Ruder übernehmen, dann stehen ihnen sehr dunkle Zeiten bevor. Sie werden immens eingeschränkt, benachteiligt, verfolgt und so weiter. Ihnen werden ihre Rechte entnommen, sie werden unterdrückt. Das heißt, die obersten Interessen der Scharia, die unabdingbaren Interessen der Scharia, die nennt man übrigens Ad-Daruriyatul Khams, werden gefährdet. Auch hier müssen wir wieder halten und die Ad-Daruriyatul Khams definieren. Die Ad-Daruriyatul Khams sind die allerhöchsten Formen der Masalih, Masalih, Mehrzahl Maslaha, was wir oft auch immer als Nutzen übersetzen und der eine oder andere mag immer denken, wenn man vom Nutzen spricht, das heißt, dass man redet von irgendwelchen persönlichen Nutzen nach eigenem Gutdünken, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wenn wir von den Masalih der Scharia reden, dann meinen wir damit ganz bestimmte definierte Dinge. Die allerhöchsten Daruriyat, die Daruriyat al-Khams, die fünf Notwendigkeiten oder die fünf unabdingbaren Ziele und Interessen der Scharia, die Nutzen, das sind fünf Dinge. Manche nennen sie auch die Al-Maqasid al-Khamsa. Al-Imam al-Shatibi, einer der malikitischen Fuqaha und Ulama, Er sagt, es ist bekannt, dass die Scharia im Interesse der menschlichen Bedürfnisse erlassen wurde. Jede rechtliche Bestimmung erbringt einen Nutzen oder verhindert einen Schaden. Jede. Auf dieser Basis kann mit aller Gewissheit die ganze Scharia begründet werden. Was sind diese fünf bekannten Zwecke, diese Universalien des Islams? Universalien, diesen Begriff muss ich betonen. Damit wir wissen, es handelt sich hier nicht um Zweigelemente, das sind Universalien. Das sind fünf Dinge. Hifdhuddin, Bewahrung der Religiosität. Hifdhun Nafs, Bewahrung des Lebens. Hifdhul Aql, Bewahrung der Vernunft und des Intellekts. Hifdhu An-Nasl, ich nenne das jetzt mal Bewahrung der Familie. Hifdhul Mal, Bewahrung des Vermögens und des Besitz. Auch das solltet ihr euch merken. Übrigens spielen diese fünf Universalien auch eine entscheidende Rolle im Qiyas. Sie spielen eine sehr entscheidende Rolle im Qiyas und werden unter dem Begriff Al-Munasaba erörtert, unter dem Qiyas. Es ist teilweise bedauernswert, dass man mit derartigen Begriffen rumschmeißt. Zu einem hat man keine Schafe. Eine genaue Vorstellung von ihnen. Man weiß auch nicht, wo sie behandelt werden, warum sie dort behandelt werden und was damit gemeint wird. Und es muss auch angemerkt werden, dass vieles, was ich hier erwähnen werde, ich kann das nur anschneiden.
Ich versuche nur einige Ansätze zu bieten, um das Thema nachvollziehen zu können. Also nicht kritisieren dafür, dass ich dies und jenes ausgelassen habe und das hat diese und jene Frage aufgeworfen. Das ist halt leider so, da kann man nichts anderes machen. Nun, beteiligen Sie sich an der Wahl nicht, weil Sie zufrieden sind. Meshi, also diese Muslime, die in diesem Umstand sind, den wir eben beschrieben haben, sie beteiligen sich jetzt nicht, weil sie zufrieden sind. Nennen wir jetzt mal diese Manatat, die wir da genannt haben. Warum ist denn die möglichen Charakteristiken? Weil sie zufrieden sind. Sie sind nicht zufrieden. Sie machen das, sie würden gerne nicht tun. Das ist ja, das bedeutet ja, zufrieden zu sein oder nicht zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein bedeutet, man macht das mit Freude, man findet daran Gefallen, man findet das gut. Man macht das aus voller Freiheit, aus vollem, freiem Willen, unbeeinflusst vom Umstand. Nein, es ist nicht der Fall. Sie wollen das nicht. Sie sind nicht zufrieden und einverstanden. Sie glauben nicht, die Systeme seien besser. Und sie sehen sich auch nicht von ihnen vertreten. Sondern sie wollen damit eigentlich nur ein einziges Ding verwirklichen. Sie wollen den Antritt des Schlimmeren verhindern. Nun, diese Situation wollen wir jetzt nochmal etwas genauer anschauen. Es gibt zwei Wege. Ich werde das ganz grob runterbrechen auf zwei Wege, um den Kufr in dieser Situation abzusprechen. Also wer aus diesen Gründen wählt oder in diesen Umständen das Wählen erlaubt, diese Person hat keinen Kufr begangen und das können wir auf zwei Wege feststellen. Der erste Weg ist der Tahqiqul Manat. Erinnert ihr euch? Wir haben gesagt, es gibt einmal den Tahrijul Manat, dann den Tahdhibul Manat und dann den Tahqiqul Manat. Der zweite Weg ist dadurch, dass man diese Situation, die ich eben beschrieben habe, und ähnliche Situationen als eine Art des Ikrah bzw. der Darura definiert. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die möglichen Charakteristiken haben wir oben erwähnt und wir können das nochmal zusammenfassen. Man wählt jemanden, der die absolute Souveränität bekommen soll und dem man uneingeschränkt die Legislative überlassen möchte. Zweitens, man bevorzugt die nicht-islamischen Herrschaftsformen und Systeme. Das wäre das zweite mögliche Charakteristikum, warum das Wählen Kufr ist. Man ist zufrieden damit und findet darin Gefallen. Man ist Teil des Systems, haben wir gesagt. Ich habe jetzt gerade die ganzen wiederholt, wir haben das nicht zusammengefasst. Der Muslim, der dem Umstand geschuldet an den Wahlen teilnahm, dementiert aber all dies und identifiziert sich mit keinem der genannten Punkte. Er würde, wenn es nicht nötig wäre, ich sage jetzt extra nötig in Anführungsstrichen, gar nicht daran denken. Der Takfir in diesem Fall ist nicht nur ungerecht, sondern ein Fehler in der Methodik und Leichtfertigkeit im Takfir. Warum? Weil er gründet auf Eventualitäten und Möglichkeiten, die in Konflikt mit expliziten Aussagen und Äußerungen des Muslims stehen. Das heißt, wir haben hier diese Eventualitäten, die ich eben genannt habe, diese möglichen Charakteristiken. Das sind die Charakteristiken des Unglaubens übrigens. Aber er dementiert ja alles. Und hier haben wir also jetzt Wahrscheinlichkeiten gegen explizite Aussagen und Äußerungen des Muslims. Wir können die Charakteristiken auch anders aufteilen. Vielleicht ist das sogar etwas deutlicher. Es könnte sein, die aktive Beteiligung bei der Legislative, die dem Islam widerspricht. Fördern und unterstützen, ohne aktiv beteiligt zu sein. Das wäre dann der zweite Punkt. Damit zufrieden zu sein, und es billigen, zufrieden sein und es zu billigen und zu akzeptieren. Ich glaube,
Mehr kann man hier nicht finden. Mehr kann man hier nicht finden. Das müssen die einzigen Charakteristiken des Kufr sein. Und diese drei genannten Punkte sind tatsächlich Kufr. Aber diejenigen Gelehrten und Muslime, die die Teilnahme legitimiert haben oder tatsächlich mitgestimmt haben, tragen keines dieser Charakteristiken in sich. Vielmehr lehnen sie all dies ab. Sie haben also nur mitgestimmt, um die Menge der mit dem Islam in Konflikt stehenden Elemente gering zu halten und die Universalien, diese Al-Maqasid, die ich am Anfang genannt habe, diese fünf Universalien, die diese Interessen des Islams vor Einschränkung zu beschützen. Also er glaubt nicht, dass irgendjemand das unabhängige, uneingeschränkte Recht hat, Gesetze zu erlassen, wie es ihm passt. Das glaubt er nicht. Also das wäre der erste Manat. Es ist also möglich, sich das Wählen ohne diese Charakteristiken vorzustellen. Man kann das Wählen trennen von diesen Charakteristiken. Es ist möglich. Das nennt man Adamut Talasum in der Fachsprache. Adamut Talasum. Das heißt, es gibt keine Zwangsläufigkeit. Es gibt keine Zwangsläufigkeit zwischen diesen Manatat und dem Wählen. Und hierbei spielt hier keine Rolle, was das Wählen ursprünglich bedeutet und wie es definiert ist in den Systemen selbst. Man muss in der Lage sein, zu trennen und zu differenzieren. Gleiches gilt übrigens bei Begriffen, die mehrdeutig sein können. Selbst wenn sie linguistisch schon fest definiert sind oder schariatisch fest definiert sind, selbst dann, wenn sie mehrdeutig werden, dann muss definiert werden, was meinst du damit? Ich habe hierzu einige Beispiele gegeben. Ibn Taymiyyah rahimahullah gibt dafür einige Beispiele. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Allah ist ein Körper. Allahu Jism. Allahu Jism. Allah ist ein Körper. Diese Aussage ist abscheulich. Sie hört sich. Also man bekommt eine Gänsehaut, wenn man das sagt, aber er sagt, dieses Wort ist zu einem mehrdeutigen, schillernden Begriff geworden. Schon fast wie ein Polysem. Ich hoffe, ich benutze gerade das richtige Wort, Polysem. Also Begriffe, die mehrere Bedeutungen haben können. Wie das Wort Bank. Das Wort Bank kann heißen, die Bank, bei der wir Geld abheben, und die Bank, auf die wir uns hinsetzen. Es muss festgestellt werden, wie definiert er das Wort Jism. Linguistisch gesehen ist das Wort Jism verständlich. Wir stehen linguistisch unter dem Begriff Jism-Körper, zumindest in der arabischen Sprache. Das Wort Al-Jism oder Al-Jasad. Al-Jasad, das ist Fleisch und Blut und Sehnen und Muskeln. Aber manchmal meinen sie nicht das damit. Einige, die dieses Wort benutzt haben, meinten damit einfach, dass Allah Ta'ala Eigenschaften hat, die wir als körperliche Eigenschaften bezeichnen. Er ist aber kein Körper in diesem Sinne. Oder was ist, wenn jemand sagt, Allah Ta'ala ist an einem Ort? Das Wort Ort kommt weder im Koran noch in der Sunna vor. Manche meinen mit Ort einfach, dass er nicht vermengt ist mit seinen Geschöpfen, wie es der Pantheismus, im Pantheismus geglaubt wird, dass Allah Ta'ala überall ist. Und er meint damit, er ist getrennt von seinen Geschöpfen. Und das meint er mit Ort. Und wir haben also jetzt hier nochmal zurück auch in diesem Kontext haben wir einen derartigen Zustand. Wir haben jetzt zwei Dinge, die im Konflikt stehen. Einmal das, was man aus der Handlung verstehen mag, und das, was sie explizit erwähnen und beabsichtigen. Wem glauben wir nun? Eigentlich hat die explizite Aussage Vorrang.
gegenüber den Eventualitäten. Aber es gibt einige Formen des Abers. Zum Beispiel eines dieser Abers ist die Aussage, er ist aber dadurch ein Teil vom System geworden und unterstützt sie. Ich persönlich finde, dass derartige Ausdrücke so undifferenziert sind und unklar sind. Was bedeutet es, ein Teil des Systems zu werden? Und ab wann ist man ein Teil des Systems und wann ist man kein Teil des Systems? Und was bedeutet es überhaupt, ein Teil des Systems zu sein? Und was bedeutet es, zu unterstützen? Und ist die Unterstützung die bewusste Unterstützung oder ist das eine zwecksgebundene Unterstützung? Und ist es egal oder ist es egal? Diese Begründungen sind überhaupt nicht stichfest. Die Unterstützung. Ich wiederhole diese Fragen, damit ihr auch ein bisschen nachdenkt. Was genau bedeutet Unterstützung? Ab wann ist ein Mitwirken, eine Beteiligung jeglicher Art, mittelbar oder unmittelbar, bezweckt, nicht beabsichtigt, zweckgebunden? Wann ist das Kuffer? Wir haben teilweise sehr akute Formen der Unterstützung oder Beteiligung, die in der Scharia nicht per se als Unglauben definiert wurden, weil die Manatat, die Ilal des Kufr nicht gegeben sind. Und ich erwähne einige Beispiele. Ich erwähne das aber teilweise nur hypothetisch, aus hypothetischen Zwecken. Also angenommen, dies stellt eine ungewollte und unbeabsichtigte Hilfe da. Also das Beteiligen am Wählen. Wenn man sagt, ja, aber damit haben sie ihnen geholfen. Aktiv Schirk zu machen. Also ich nehme das jetzt mal, wie gesagt, hypothetisch mal so an. In dem Umstand, wie ich es beschrieben habe. Oder sagen wir, das war eine zweckgebundene Unterstützung. Obwohl persönlich sehe ich darin in diesem Umstand keine Unterstützung und keine Hilfe. Oder welche schillernden Begriffe man noch verwenden mag. Ein Beispiel dafür, dass eine viel aktivere und viel intensivere Form der Beteiligung und Unterstützung, wie man nach diesem Verständnis nennen mag oder würde, ist der Fall von Yusuf alayhi salam. Und ich möchte, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf die Aussage von Ibn Taymiyyah richtet und in welchem Kontext er darüber spricht, damit ihr sehen könnt, es ist 1:1 der Kontext, über den wir reden. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sprach über eine Situation, in der ein Mensch diverse Rechte nur durch die Duldung, von diversem Übel realisieren kann. Anderenfalls würde pures Übel bestehen. Und er sagt dann anschließend Folgendes, auch hier werde ich das arabische Original hier zeigen. Auch wieder das Buch Majmu'ul Fatawa von Ibn Taymiyyah. Das ist das Band Nummer 15 und 16. Band Nummer 15 und 16. Nein, das ist das Falsche. Band Nummer 19 und 20. Achtet bitte auf seine Worte, bevor er das Beispiel erwähnt. Und er hat sehr viel hierüber gesprochen, über dieses Thema. Er hat einige Seiten hierüber gesprochen, aber das können wir jetzt nicht alles erwähnen. Das wäre einfach zu viel. Wir wollen ein paar Abschnitte hier erwähnen. Er sagt: وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم
وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره ألا يظلم ودفع وألا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن كان محسنا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. Er sagt, dieser Bereich unterscheidet sich, also wenn die Masalih und Mafasid miteinander kollidieren oder man vor verschiedenen Übelsformen und Schäden steht. Dieser Bereich unterscheidet sich entsprechend der Absichten und Ziele. Wenn ein mächtiger, nennt er ein Beispiel, wenn ein mächtiger Tyrann das Vermögen einer Person unterschlagen möchte und eine Zwischenperson interveniert, um die Menge der Ungerechtigkeit zu verringern und dafür etwas von ihm nimmt und es dem Ungerechten gibt, mit der Absicht, wenn er die freie Wahl hätte, dies nicht zu tun, wenn er die Möglichkeit hätte, dann hat er gut getan. Würde er aber einschreiten, genau dasselbe tun, um dem Ungerechten zu helfen, dann hätte er schlecht getan. Mashi, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man den Kuffar hilft und den Systemen der Kuffar eine Stütze ist und sie aktiv am Schirk unterstützt. Tayyib, wir sind ja noch nicht fertig mit der Aussage von dem Taymiyyah. Er sagt hier, ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا. Er sagt, hierzu gehört auch die Annahme Yusufs in Bezug auf die Verwaltung der Gelder, also die Annahme dieses Postens, dieser Aufgabe, dieses Ministeramtes, also es entspricht ja heute dem Finanzministerium. Also in Bezug auf die Verwaltung der Gelder für den ägyptischen König. Vielmehr bat er ja selbst darum. Und dann sagt Ibn Taymiyyah, er, yani der König und sein Volk waren Kuffar. Wie Allah Ta'ala im Koran sagt, und dann zitiert er hier zwei Verse aus dem Koran. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب in der Surah Al-Ghafir. Bereits zuvor kam zu euch Yusuf mit den klaren Beweisen. Ihr aber blieb weiterhin im Zweifel. Denn ihr wart im Zweifel und blieb weiterhin im Zweifel über das, was er euch gebracht hat. Als er dann gestorben war, das heißt, er ist gestorben, sind immer noch Kuffar, sagt ihr, Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen. So lässt Allah die in die Irre gehen, oder den in die Irre gehen, der maßlos und voller Zweifel ist. Und ebenfalls sagt Allah Ta'ala über ihn, Yusuf alaihi salam selbst, dass er zu einigen Leuten oder zumindest zu zweien der Gefängnisinsassen, die mit ihm im Gefängnis waren, er sagte, ja, sahibai sijn, a arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahidu al-qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum, ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah, dhalika ad-dinu al-qayyimu, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Arbab, Herren, Götter besser oder Allah der eine der Allbezwinger? Ihr, yani ihr beide und euer Volk, aus dem ihr seid, in deren Gefängnis ich gerade bin, ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter. Mesh, yani, das waren Kuffar und Mushrikun. Tayyib, was hat Yusuf gemacht? Ibn Taymiyyah sagt, ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته
ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. Er sagt, bekanntlich muss es neben ihrem Unglauben auch Bräuche und Regeln geben, die das, die die Einnahmen und die, also die Einnahmen, das oder das Einnehmen der Gelder und die Verteilung der Gelder auf die Bediensteten des Königs, seine Familie, seinen König und seinen Untertan und so weiter betreffen. Und dann sagt er, diese werden nicht den Prinzipien und der Gerechtigkeit der Propheten entsprechend sein oder Verlauf. Er sagt, es war Yusuf aber auch nicht möglich, all das zu tun, was er entsprechend der Religion Allah Ta'alas hielt, denn das Volk fügte sich ihm nicht. Er hat aber getan, was ihm an Gerechtigkeit und Gutem möglich war, und durch diese Macht wurde die Würdigung der Gläubigen seines Hauses möglich, was er ohne dies hätte nicht erreichen können. All dies lässt sich unter der Aussage Allah Ta'alas fügen: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Das heißt, daher fürchtet Allah, habe Taqwa vor Allah, also erfüllt seine Befehle, soweit ihr könnt. Und danach sagt er, وَهَذَا بَابُ التَّعَارُضْ بَابٌ وَاسِعٌ جِدًا. Dieser Themenbereich, das heißt, der Themenbereich von miteinander in Konflikt stehenden Interessen und Schäden und Nutzen, ist ein sehr umfassendes Gebiet. Was muss man dann machen? فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمْ أَنْ يَتَدَبَّرَ أَنْوَعَ هَذِي الْمَسَائِلِ. Der Alim muss sich diese genauestens anschauen. Das heißt, diese Aufgabe zu entscheiden, ist eine Aufgabe der Ulama, die sich in diesen Themengebieten auskennen. Ebenfalls ist interessant, dass Yusuf a.s., man kann ja sagen, Mashi, Tayyib, aber Yusuf a.s. hat dann hat sie vielleicht recht geleitet. Rechtleit im Sinne zu dem geführt, was richtig ist. Allah Ta'ala erwähnt, dass Yusuf nach dem vorherrschenden Gesetz des Königs nicht in der Lage wäre, seinen Bruder an sich zu nehmen. Weshalb er dies durch das Schmieden von Ränken verwirklichen musste, also auf unoffizielle Art und Weise machen musste. Allah Ta'ala sagt ja im Koran, فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Sehr interessant. Was heißt das? Er begann zu suchen in ihren Behältern, vor dem Behälter seines Bruders. Die Geschichte, falls irgendjemand sie nicht kennt, dann schaut euch die in der Surat Yusuf nochmal an. Hierauf holte er aus dem Behälter seines Bruders die Sache, die gestohlen sein sollte. Er holte sie aus dem Gefäß, aus dem Behälter seines Bruders hervor. Dann sagt Allah Ta'ala, so führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder zu nehmen. Ja, nicht seinen Bruder als Sklaven zu nehmen. Warum denn nicht? Also zum einen wissen wir auf jeden Fall, dass der König ein Gesetz hatte. Und dieses Gesetz entsprach nicht dem Gesetz der Familie von Yusuf und seinen Brüdern und seinem Vater, ihrer Scharia. Und dazu sehen wir uns mal an, was war denn ihre Scharia? Hier haben wir den Tafsir. Yani, Umdat al-Tafsir ist eine Form von Tahqiq des Tafsir von Ibn Kathir, von dem namenhaften und renommierten Alim und Muhaqqiq Ahmed Shakir, rahimahullah. Ahmed Shakir ist übrigens auch einer von denen, ist einer der namhaftesten Gelehrten der Neuzeit.
ist aber schon seit einigen Jahrzehnten verstorben. Er war ebenfalls der Auffassung, einer der Gelehrten der Auffassung, dass die Beteiligung an den Wahlen und derartigem legitim ist. Ahmed Shaki, also sagen wir, es ist der Tafsir von Ibn Kathir. Was sagt er uns hier? Er sagt zu der Aussage Allah Ta'ala, ma kana liya'khudha akhahu fi din al-malik, nach dem Gesetz des Königs hätte er seinen Bruder nicht zu sich nehmen können. Er sagt, Allah Ta'ala hat es ihm aber ermöglicht, dass seine Brüder sich selbst gefügt haben. Da hat der König dann nichts mehr zu sagen. Warum haben sie sich gefügt? Weil diese Prozedur, dieser Vorgang entsprach ihrem Gesetz. Und was war ihr Gesetz? Er sagt, وَهُوَ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ شَرِيَعَتِهِمْ. Er wusste das nämlich aus ihrer Scharia, aus der Scharia seiner Brüder. وَلِهَذَا مَدَحَهُ تَعَالَى. Und was war ihre Scharia? Er sagt ein bisschen davor, وَهَذَا كَانَتْ شَرِيَعَةُ إِبْرَاهِيمُ أن السارق وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق منه. Das war die Scharia so Ibrahims, dass der Dieb dem Bestohlenen überlassen wird. Der Dieb wird dem Bestohlenen überlassen. Das heißt, er wird sein Leibeigener. Und das wollte Yusuf. Das wollte Yusuf. Und nach dem Gesetz des Königs in Ägypten wäre dies nicht möglich gewesen. Ibn Taymiyyah erwähnt diesen Fall von Yusuf a.s. noch einmal. Und auch wieder in einem Kontext, also er bietet uns wieder ein Schema und nennt uns ein Prinzip, er nennt uns Prinzipien und nennt dann in Folge dieser Prinzipien den Fallbeispiel von Yusuf a.s. Und zwar diesmal, aber tatsächlich im 15. und 16. Band, beziehungsweise im 15. Band. Er sagt hier, وَذَلِكَ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْفُجَّارِ إِنَّمَا يَفْعَلُهَا الْمُؤْمِنُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَيْهَا. Das heißt, der Mu'min schließt sich den Frevlern nur in zwei Situationen an. Erstens, wenn er gezwungen ist. والثاني, zweite Situation. Und passt bitte jetzt auf die zweite Situation aus, sein Schlusssatz. Dazu kommen wir aber noch im zweiten Teil dieses Unterrichts, oder wie man es auch nennen mag. والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة. Aha. Und jetzt schaut den Schlusssatz. Sehr wichtig. وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما. Also, die erste Situation, die er nannte hier, ist, wenn er gezwungen ist. Ich nenne mal gezwungen, schreiben wir mal in Klammern. Warum, werde ich auch noch erläutern. Denn der Ikrah ist in der Wirklichkeit kein absoluter Zwang. Dazu komme ich später. Zweitens, wenn hierin ein überwiegendes religiöses Interesse besteht, Interesse, dass dem Schaden der Verbündung überwiegt. Oder wenn in dem Unterlassen davon, also in dieser Verbündung, habe ich gesagt, Verbündung sagen wir es mal so, oder wenn in dem Unterlassen davon ein überwiegender Nachteil entsteht. Das größere Übel wird durch die Inkaufnahme des geringeren abgewiesen und das größere Interesse wird realisiert durch die Ablösung des geringeren Nutzens. Und jetzt, dieser Satz ist der zentrale Gedanke hier und eigentlich auch eine Begründung.
Und ein Qiyas in der Realität ist der Mukrah ist der im Ikrah ist. Das ist ja der einen bestehenden Nachteil Schaden durch einen geringeren Nachteil abwehrt. Diese Darstellung von Ibn Taymiyyah ist übrigens auch aus einer anderen Perspektive enorm interessant. Er verdeutlicht hier nämlich, dass der Ikrah selbst zusammenhängt mit dem Thema Masalih, Nutzen, und den vorbezeichneten Ad-Daruriyat al-Khams, diese fünf Universalien der Scharia. Darauf, wie gesagt, werden wir aber nochmal ganz besonders eingehen im zweiten Teil. Hinzu kommt hier jetzt, wo wir gerade von Unterstützung und Teil des Systems sprechen, dass man Teil des Systems ist und man ist mit dabei und diese ganze Geschichte. Hier kommt eine ganz seltsame Inkonsequenz auch zutage. Weil die Brüder, welche derart argumentieren, haben nichts dagegen, dass man sich in nicht-islamischen Ländern um sich seine Rechte zu holen oder Unrecht von sich abzuweisen, dass man, sagen wir, zumindest in diversen Situationen dies über den Weg der Gerichte macht, dass man sich über die Gerichte absichert. Warum sagt man nicht hier, dass man hier auch beteiligt ist und man ist mit dabei und man ermöglicht es ihnen ja sogar mehr als vielleicht sogar etwas, yani etwas, der Wähler ist da noch ein bisschen zurückhaltender, da ist das noch ein bisschen dezent. Hier ist das ja schon viel akuter und viel aktiver. Man ist ja in einem geschlossenen Kreis, man ist ja mit dabei, man ermöglicht es ja auch, man ist die Ursache dafür, die direkte Ursache dafür, dass sie das machen, was sie machen hier. Ist das keine Unterstützung? Oder sagen wir hier, ja, aber die Charakteristika des Kufr sind hier nicht gegeben, in diesem Umstand, mit diesen Absichten und unter diesen Bedingungen und Voraussetzungen. Aber warum ist das dann nicht möglich an dem Fall, den wir hier erwähnen? Obwohl dieser Fall, den wir erwähnen, ja, zumindest für mich eine viel schwächere Form der Unterstützung ist. Oder wenn man Verträge unterzeichnet, und hier geht es nicht nur um Facebook und ein paar Sachen, auf die man verzichten kann. Der eine oder andere kann auf Facebook verzichten und kann auf Instagram verzichten und vielleicht auch auf WhatsApp verzichten, aber jeder Vertrag hierzulande, jedes Programm, jede App, die du installierst, alleine wenn du dein Handy das erste Mal startest, musst du an den Nutzerbedingungen, musst du daran vorbeigehen. Diese beinhalten Bedingungen, die mit der Judikative zu tun haben, sie haben mit der Legislative zu tun, sie haben damit zu tun, zu welcher souveränen Macht wenden wir uns, wenn es Streitfälle gibt, denen du scheinbar zustimmst. Ist man auch hier, sagt man auch hier, ja, das deutet auf Zufriedenheit. Ich weiß, einige machen das, einige der ganz extremen Ruler machen das, auch wenn sie inkonsequent sind. Aber wir reden ja gerade nicht über sie. Oder sagen wir auch hier in diesem und jenem Umstand und diese Begründung, jene Begründung, deswegen sind die Manatat des Kufr nicht gegeben und es gibt einen allgemeinen, eine ganz extreme Darura und es würde zu extrem großen Schwierigkeiten führen und diese ganze Gerede halt. Okay, das ist ein Beispiel. Du hast eine Staatsangehörigkeit. Was sagt denn eine Staatsangehörigkeit aus nach dem System? Nicht nach dem, was du verstehst oder was du nicht meinst, sondern nach dem System. Bist du nicht ein Teil des Systems? Die deutsche Staatsangehörigkeit bedeutet, wie es hierzulande definiert wird, das ist das Bekenntnis zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes und die Loyalitätserklärung. Ich glaube, in anderen Ländern sieht es nicht anders aus.
bist du hier nicht ein Teil des Systems und mit dabei? Kann man derartiges als Begründungen nehmen? Es gibt viele weitere und viele andere Beispiele. Diejenigen, die die tatsächlichen wissenschaftlichen Antworten zu diesen Fällen, die ich eben genannt habe, kennen, an die gilt, alles, was du darüber sagst, alle Antworten, die du dort gibst, die verwende bitte auch für unseren Fall. Die gelten dann für uns auch für unseren Fall. Aber er verhilft ihm aktiv zum Schirk. Nein, wir haben gesagt, Ibn Taymiyyah erwähnt doch hier in diesem Fall, in diesen Umständen gelten die Absichten. Deswegen hat Al-Imam al-Bukhari, als er das Kapitel des Ikrah erwähnt, erwähnte in dem Kapitel des Ikrah, innama al-a'malu binniyat. Was hat dieser Hadith in diesem Kapitel verloren? Die Taten messen sich an ihren Absichten. Die Taten messen sich, gelten, werden bewertet nach den Absichten. Warum hat er das im Kapitel des Ikrah erwähnt? Weil auch die Handlung, die einer unter dem Ikrah tut, selbst unter dem Ikrah kann dies Kufr sein, nach seiner Absicht. Aber wir haben hier keinen Ikrah, wir sind doch gar nicht in einer Ikrah-Situation. Das bitte noch ein wenig, dieser Frage ein wenig Zeit geben, das kommt noch. Auf jeden Fall, diese Person, die hier genannt wird, er sagt ausführlich, dass er dies nicht tut. Und er würde gerne ihn, den er gewählt hat, und alle anderen meiden. Außerdem diese Aussage zu sagen, ja, aber durch ihn wird es ja ermöglicht. Durch seine Beteiligung wird das ja ermöglicht. Diese Aussage suggeriert, dass ohne die Beteiligung dieser Minderheit ein derartiger Zustand nicht entstanden wäre und diese Systeme nicht existiert hätten und das nur durch seine Hilfe passiert ist. Wenn man nach diesen absurden Spitzfindigkeiten geht, die nichts mit Argumentation und Adilla zu tun haben, dann könnte man ja auch den Spieß einfach umkehren. Wenn beispielsweise ein Kommunist an die Macht kommt, ich erwähne immer das Beispiel des Kommunisten einfach aus prinzipiellen Gründen, weil Kommunisten besonders bekannt sind für ihre Übel und ihre Ungerechtigkeiten und ihren offenkundigen Hass und ihre Aggressivität gegenüber Religionen. Undifferenziert, alle Religionen. Wenn jetzt ein Kommunist an die Macht kommt, der die Menschen zum Atheismus zwingt, die Frauen sterilisiert, Kinder zwangserzieht, Gotteshäuser zerstört, Menschen ihrer Ehre und Würde beraubt, wie das jetzt gerade in China passiert mit den Muslimen, man könnte sagen, du hast durch deine Passivität dazu beigetragen und zu mehr Kufr, Unterdrückung und Ausrottung der Religion geführt. Ja, aber ich habe ja nichts getan. Nein, nichts tun ist auch eine Tat. Kann auch eine Tat sein. Ich weiß, der eine oder andere mag vielleicht damit jetzt nicht zustimmen und würde vielleicht sagen, nein, dies geht nicht und das und so. Ich habe auch schon vom Anfang an gesagt, nicht alles, was ich hier sage, muss meine Denkweise sein. Ich erwähne hier manchmal einfach Dinge, die, ja, nee, einfach Ansätze, die vielleicht jemand hat, mit denen er das begründet und so weiter. Es ist auch absurd zu glauben, dass der Islam dies von uns erwarten würde. Ja. In einer derartigen heiklen und brenzligen Situation erwartete er von uns einfach, dass wir das, was ich eben beschrieben habe, einfach so auf uns nehmen sollen. Ja, nee. Wer das glaubt, der hat, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich glaube, der hat ganz schwierige Probleme, den Geist der Scharia zu verstehen. Und viel zu vereinfachte und oberflächliche Vorstellungen vom Tawhid und diesem Begriff, den sowieso jeder um sich schmeißt und mit dem Tawhid immer sein eigenes Bild oder sein eigenes Gedankengut meint. Ein kleines fiktives Beispiel wieder zur Veranschaulichung. Eine Gruppe von 50 Männern ist auf einem Schiff. Die Leute auf dem Schiff werden zwei Anführer zur Wahl gestellt.
Beide sind korrupte Verbrecher. Einer von ihnen ist aber für seine Aggression und seinen Hass gegenüber einem Teil der auf dem Schiff anwesenden Gruppe bekannt. Und diese Gruppe aus 5 oder 10 Männern dementiert die Verbrechen beider und akzeptiert auch auf persönlicher Ebene nichts, was ihren Überzeugungen und Werten widerspricht. Aber der Umstand ist so, dass mit oder ohne ihre Mitbestimmung einer von ihnen zum Führer wird. Mal angenommen, der zähere Mann wird ausgewählt und sie bekommen einen Teil ihrer Rechte und Freiheiten eingeräumt. Und sie haben nicht bezweckt, diesen Mann zu fördern, sondern sie haben, wir müssen das aus dieser Perspektive betrachten, sie haben bezweckt, den Antritt des anderen zu verhindern. Das ist ihre Absicht. Nichts anderes. Nur der Antritt des anderen soll verhindert werden. Angekommen an Land kommt jetzt ein Halbrichter und sagt, ihr seid auch ihr 5 oder 10, auch wenn es stimmt, was ihr sagt, ihr habt das nur so und so gemacht, aber ihr seid auch alle schuldig für das, was er getan hat. Ihr seid mitverantwortlich an seinen Straftaten. Weil es sowas wie die Vikala gibt, die Vikala. Die Vikala wird übrigens mit einem Fetha ausgesprochen, Al-Wakala. Was hat die Wakala mit diesem Thema hier zu tun? Diese Wakala gehört zum Fiqhul Buyur. Und da macht es auch nichts aus, wenn einer aus seiner ehemaligen Kaplan-Gruppe irgendwelche Zitate zitiert, die er erstmal aus dem Türkischen, sehr wahrscheinlich aus dem Türkischen übersetzt hat, ins Deutsche und dann dazu den arabischen Text postet, den er nicht lesen kann und überhaupt nicht versteht und begreift. Was hat die Wakala damit zu tun? Kein normaler Mensch, ich werde jetzt aber nicht auf das Thema der Wakala eingehen, nur mal, das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Kein normaler Mensch würde diesem Urteil zustimmen. Sie haben nur Schlimmeres verhindert und sind auf keine Weise verantwortlich für das Treiben des Führers. Na, eigentlich müsste man sagen, danke, ihr habt Schlimmeres verhindert und getan, was ihr tun konntet. Das anderes konntet ihr in diesem Umstand nicht machen. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Sache mit den Manatat hier noch nicht so einleuchtend. Oder vielleicht mag er sagen, ja, sehr gut und sehr schön, aber gibt es denn dafür andere Beispiele? Na, es gibt dafür einige Beispiele. Ich hatte erstmal vor, um die 7 Beispiele zu nennen, aber meiner Meinung nach würde das einfach viel zu lang werden. Es ist ja jetzt schon zu lang geworden. Und für gewöhnlich mache ich keine so langen Unterrichte. Aber ich nenne jetzt ein paar Beispiele. Das Bringen von Opfertieren. Ein Tier für jemand anderen als Allah zu opfern, ist eine Kulthandlung, richtig? Eine Ibadah, eine Anbetung. Es gibt aber unter den Gelehrten einige Fälle, die umstritten sind. Und hier an diesem Beispiel seht bitte, woher dieser Khilaf rührt. Der Khilaf rührt aus genau dem Thema, den ich am Anfang eingangs beschrieben habe, der Manat, die Illa, das Charakteristikum. Warum ist denn das Schächten Schirk? Warum ist das Schächten eines Tieres, warum soll das Schirk sein? Bevor wir diese Frage, ich glaube, die meisten wissen auch, was das ist, wenn sie eine Vorstellung, eine Definition der Ibadah kennen, als Infinitiv. Dieser Fall, den die Ahlul Ilm erwähnen, ist folgender. Was ist, wenn Leute bei der Ankunft eines Königs oder einer verehrten Person schächten? Da kommt ein König, da kommt ein Wesir oder sonst jemand, der gerühmt wird und bei seiner Ankunft werden Tiere geschächtet. Ist das Schirk? Oder ist das kein Schirk? Oder kann es sein und kann nicht sein? Je nachdem, ob die Illa, der Manat, dieses Charakteristikum des Schirk in dieser Handlung gegeben ist. Schauen wir uns mal an, was dazu jemand sagt. Für diejenigen, die das Kitab al-Tawhid,
das Kitab al-Tawhid kennen. Das ist die erste Erklärung, die zum Kitab al-Tawhid geschrieben worden ist. Es ist auch eine der traurigen Dinge, dass viele Menschen hierzulande ihre ganzen weltlichen religiösen Vorstellungen auf ein, zwei Büchlein bilden. Mir geht es nicht um das Kitab al-Tawhid selbst. Aber man sollte schon eine größere Bandbreite an Quellen haben, mit denen man auch in der Lage ist, mal zu vergleichen, mal sich immer wieder zu korrigieren und nicht auf einem Standpunkt stehen zu bleiben. Jedenfalls, das ist die erste Erklärung zum Kitab al-Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid von Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Warum zitiere ich aus diesem Buch, obwohl diese Mas'ala viel älter ist? Diese Mas'ala ist viel älter, wurde unter anderem bei den Schafi'iyah behandelt, in den schafi'itischen Fiqh-Büchern, weil der ein oder andere sagen würde, ja, die zitierten Schafi'iyah, die sind aber so und so und einige von ihnen waren so und so. Zumindest eine breite Masse von denen, die auf bestimmte Schienen hier in Deutschland fahren, sie akzeptieren derartige Autoren und ihre Bücher. Damit möchte ich natürlich nicht den Autoren angreifen, also der Autor hat ja nichts damit zu tun. Aber hier, er zitiert An-Nawawi und er sagt, An-Nawawi zitiert wiederum selbst, also An-Nawawi zitiert einen der größten kolossalen Persönlichkeiten einen der sehr großen schafiitischen Rechtsgelehrten, und zwar Ibrahim ibn Ahmad ibn Muhammad, auch bekannt als Abu Ishaq al-Marruzi, der gestorben ist im Jahr 536. Er sagt hier, قال النووي وذكر الشيخ Ibrahim al-Marruzi من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. Hier erstmal diesen Teil. Nawawi sagt, Al-Sheikh Ibrahim al-Marruzi, wie gesagt von den Schafi'iyah aus dem 6. Jahrhundert, er sagte, dass während der Ankunft des Sultan geschächtet wird, sich ihm anzunähern, die Leute von Bukhara sprachen das Urteil des Verbots diesbezüglich, also dieses Fleisch darf man nicht essen, weil das etwas ist, was ihm für jemand anderen als Allah geschächtet worden ist. Mimma uhilla bihi li ghayrillah. Tayyib, mashi. Okay, was sagt uns Ar-Rafi'i? Ar-Rafi'i ist auch eine der namhaften Personen unter den Schafi'iten. Er sagt, هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه. Ar-Rafi'i sieht darin, dass den Manat, die Illa, dieses Charakteristikum des Schirk gar nicht verwirklicht in dieser Handlung. Das ist der Tahqiqul Manat. Wieder bitte vor Augen führen, ins Gedächtnis rufen, diese drei Begrifflichkeiten. Tahrijul Manat, تهذيب المناط تحقيق المناط. الرافعي sagt هذا إنما يذبحون استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. Sagt, sie schächten dies nur aus Freude bei seiner Ankunft. Es gleicht der Schächtung bei der Geburt eines Kindes. Schächten wir dann nicht auch aus Freude? Oder wenn ein Gast kommt, um ihn zu ehren? Der Meinungsunterschied, ist der legitim? Auf was basiert der überhaupt? Oder kann man sagen, es kann mal so sein und mal so sein? Je nachdem, der Meinungsunterschied basiert eben auf die Frage des Manat. Und jetzt schaut euch mal an, denn die Ibadah ist ja der Ausdruck von absoluter Ergebung, Verherrlichung und Liebe. Nur in Form der Annäherung, Annäherungsversuche mit diesen spirituellen, in dieser spirituellen yani, Konstellation. Was sagt uns der Autor und Verfasser dieses Buches, der Erklärung vom Kitab al-Tawhid, der Sohn des Sohnes von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Hafidu al-Sheikh, er sagt, in Kultu, in Kanu yazbahunahu, istibsharan, kama dhakar al-Rafi'i, fala yadkhulu fi dhalik.
وإن كانوا يذبحون وتقرب إليه فهو داخل في الحديث. Er sagt, wenn sie es aus Freude tun, wie es Al-Rafi'i hier erklärt, dann gehört es nicht zum Thema, also zum Schirk. Wenn sie es aber zwecks der Annäherung tun, yani wie es Abu Ishaq al-Marruzi nannte, dann gehört es zum Hadith. Er hatte nämlich über einen Hadith gesprochen, in dem es um den Dhabh ging. Ein anderes Beispiel, was zugleich auch ein Einwand ist. Aber Allah Ta'ala spricht doch im Koran in der Surah At-Tauba über die Priester und Mönche und über die Leute, die ihnen gefolgt sind. In der Surah At-Tauba sagt er nicht Allah Ta'ala ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Arbab, zu Angebeteten genommen, außer Allah. So wie Al-Masih ibn Maryam, yani so wie sie auch Al-Masih ibn Maryam zum Angebeteten, zu einer angebeteten Instanz neben Allah Ta'ala genommen haben. Wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm, preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Ich will jetzt mal den Einwand beiseite lassen. Mir geht es jetzt hier um den Tahqiq, den Tahqiq ul-Manat. Warum ist dies, wie Allah Ta'ala beschreibt? Was war der Manat dieses Falles? Stellt euch wieder jetzt vor, wir sind wieder vor dem Hadith über den Beduinen, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gerannt kam. Wir haben einen Hadith, in dem wird ein Urteil genannt. Wir wissen, dass irgendwas, was in diesem Hadith hier genannt worden ist, der Manat und die Illa ist. Für das gegebene Urteil. Was ist die Illa und der Manat hier? Kann es sein, dass es diese Handlung oder eine ähnliche, entsprechende Handlung gibt ohne diesen Manat und entsprechend würde auch das Urteil anders ausgehen? Diese Frage wollen wir hier gleich behandeln. Manche erwähnen das nämlich auch aber im Kontext der Sache, dass man sie unterstützt. Man hat ihnen, wenn man das getan hat, wie diese Leute hier, dann hat man ihnen ja, sozusagen das Recht gegeben. Man hat die Souveränität auf sie übertragen. Und genau das macht der Wähler, richtig? Dieser Vers ist eigentlich ein Schuss ins eigene Knie. Und dies aus zwei Gründen. Beginnen wir mit dem ersten Grund. Zu einem erklären die Gelehrten diesen Vers wie folgt. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, erzählt uns, und auch hier nehmen wir einfach mal das zweite Band dieses Buches, wieder Taysir al-Aziz al-Hamid, die Erklärung von Kitab al-Tawhid, Band Nummer 2. Hier erklärt uns Ibn Taymiyyah seine Ansicht über diesen Vers. Was sagt er? Er sagt hier, وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين. Diejenigen, die sich ihre Mönche und Priester zu Herren oder Angebeteten neben Allah genommen haben, indem sie ihnen gehorcht haben in der Legalisierung vom Verbotenen und dem Verbieten vom Legalen, untergliedern oder unterteilen sich in zwei Gruppen. Die erste Gruppe: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. Das ist die Kategorie 1. Sie wissen, dass sie die Religion Allahs verändert haben und sie folgen ihnen darin im Glauben, dass das Verbotene dadurch legal wird. Und das Legale verboten. Also sie glauben, sie haben diese
sie haben diese, wie soll man sagen, diese Rechte. Und er sagt, dies tun sie in der Folgeleistung ihrer Führer, obgleich sie wissen, dass sie, yani die Führer, der Religion der Propheten widersprechen. Dies ist Unglaube. Okay, dann was haben wir noch? Die zweite Gruppe, er sagt, الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيحين. Die zweite Gruppe, sie glauben daran und verinnerlichen, dass das, also sie glauben daran, dass das Erlaubte erlaubt ist und das Verbotene verboten. Sie glauben daran und verinnerlichen, dass das Verbotene illegitim ist und das Erlaubte legal ist, aber sie gehorchen ihnen. Also sie gehorchen ihnen einfach nur im Ungehorsam gegenüber Allah. Wie es der Muslim auch tut, wenn er Sünden begeht, die er auch als Sünden anerkennt. Diese Gruppe hat das Urteil gleich dem Urteil der Sünder. Warum? Weil hier die, auch wenn es yani in der zweiten Form des, ist das Charakteristikum des Kufr gar nicht gegeben, auch wenn es äußerlich betrachtet gleich zu sein scheint. Das ist ein weiterer Fall. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Fall, die Spionage. Spionage. Die Spionage der Muslime, Ausspionieren der Muslime und der Verrat von geheimen Informationen ist illegitim, ohne Frage. Und hier muss ich auch nochmal anmerken, ich weiß nicht, warum derartige Sachen nicht verstanden werden können. Der ein oder andere schlussfolgert, wenn wir sagen, das ist kein Kufr, dass der das erlauben würde. Wie es der Fall war, als ich mal darüber schrieb, über den Standpunkt der Hanabila in Bezug auf das Tragen von vom Kreuz oder derartigen Symbolen. Das ledigliche Tragen, also er trägt es einfach aus welchen Gründen auch immer, aber nicht aus religiösen Gründen, nicht aus Überzeugungsgründen. Ich habe gesagt, die Hanabila sagen, dass das nicht unbedingt Kufr ist. Das ist nicht unbedingt Kufr. Der einzige Grund, warum das Kufr wäre, ist, weil dies das könnte darauf hindeuten, dass er damit einverstanden ist, die Glaubenssätze, die dieses Kreuz sozusagen widerspiegelt, weil er sie billigt, also nicht toleriert, sondern weil er sie daran glaubt. Aber das ist eine Eventualität, das könnte auch, die Hanabila stellen sich vor, es ist möglich, ohne dass dies passiert. Also es gibt keine Zwangsläufigkeit unter ihnen. Deswegen sagen sie, das ist eine Sünde. Wenn aber dieses Charakteristikum da ist, dann ist dies Kufr. Das ist übrigens möglicherweise auch ein Beispiel. Aber mir geht es gerade nicht darum, sondern als ich das schrieb, hat ein Schwachkopf unter den Leuten verbreitet, ich würde sagen, das wäre erlaubt. Yani, sie sind so verbohrt in ihren Vorstellungen, dass sie denken, wenn etwas nicht mehr Kufr ist, dann muss es legitim sein. Yani, sie sehen nur noch in zwei Farben. Sie sehen alles nur noch in zwei Farben, schwarz oder weiß. طيب. Was wollte ich gerade sagen? Achso, die Spionage. Also es ist verboten, kein Problem. Darüber streiten wir nicht. Und dies gilt nicht nur für die Muslime, dass das verboten ist. Nicht, dass jemand hier irgendwas ableitet von dem, was ich sage, sondern das gilt natürlich in jedem funktionierenden Staatsapparat. Und es ist in keiner Gesetzgebung, auch nicht in den positiven Gesetzgebungen erlaubt und gilt überall als Verrat. Aber interessant ist folgende Frage. Ob dies immer Unglaube darstellt? Ist es immer Unglaube? Ist jeder Spion ungläubig? Jeder, der Spionage betreibt gegenüber den Muslimen? Und wir reden natürlich nicht hier, dass jemand dann kommt und sagt, nein, die Spionage der Muslime für andere Muslime. Darüber reden wir natürlich nicht. Man muss immer bei der Sache bleiben. Und wir reden über Spionage gegenüber den Muslimen, er spioniert die Muslime aus und führt, leitet Geheimnisse weiter an Nicht-Muslime in einem Staat oder so.
Eine große Sünde? Nein, steht außer Frage. Aber Unglaube immer? Was ist denn das Charakteristikum für den Unglauben hier? Warum könnte das Unglaube sein? Ist es der Wille, den Islam zu schwächen und der Wunsch, dass andere Dinge vorherrschen? Ist es die Liebe zum Unglauben? Ist es das Missfallen im Islam? Oder ist es einfach nur die Spionage selbst, egal in welchen Umständen sie geschieht, mit welchen Beabsichtigungen und mit welchen Bewegungsgründen, die Spionage selbst? Es ist sehr auffällig, dass Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ist bestimmt jedermann bekannt, als der Autor der sogenannten Al-Aqidah al-Tahawiyyah, der 11 Jahre nach Ibn Jarir al-Tabari gestorben ist, im Jahr 321, er überliefert Folgendes. Ich zitiere hier aus dem Fathul Bari, von Ibn Hajar, die Erklärung zu Sahih al-Bukhari. Das ist das Band Nummer 15, wenn man es sehen kann. Das Band Nummer 15, dort ist ein Kapitel, unter dem Kapitel des Kitabul Ikra. Unter dem Kitabul Ikra unter dem Kitab Istitabatul Murtaddin, sagen wir unter dem Kapitel der Apostasie, dort erwähnt Al-Bukhari hat hier einige Ahadith zitiert. Und hier ist ein Kapitel, das nennt sich Babu ma ja'a fil Mutaawwilin. Dazu komme ich gleich. Über dieser Titel ist sehr interessant. Der Titel Babu ma ja'a fil Mutaawwilin ist enorm interessant und Al-Bukhari steckt integriert in seinen Überschriften Ahkam. Die Überschriften von Bukhari sind Fiqh. Hier hat er 4 Hadith zitiert in diesem Kapitel. Der letzte Hadith, 6939, ist die Geschichte von Hatib ibn Abi Balta. Auch dazu möchte ich gleich was sagen. Warum? Also, was hat die Aussage von Ibn Hajar hier? Er spricht nämlich hier unter dem Kontext dieses Hadith über den Spion. Und im Kontext des Hadith von Hatib ibn Abi Balta'a und den Vortrag werden wir gleich auch nochmal erwähnen, spricht er über den Spion. Er sagt hier, وَقَدْ نَقَلَ الْطَحَاوِي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية والأكثر يعزر. Überliefert den Konsens darüber, dass der muslimische Spion nicht das Lebensrecht verliert. Muslimischer Spion? Sie meinen natürlich, wie gesagt, nicht, also man muss ganz ernst bleiben und realistisch, yani. Sie meinen damit eigentlich einen Spion, der Muslime ausspioniert und also im Auftrag der Nicht-Muslime. Übrigens, Al-Bukhari, ich habe eben gesagt, hat den Hadith von Hatib ibn Balta im Kapitel Babu Maja'a fil Muta'awwilin zitiert. Wisst ihr, was das heißt? Das Kapitel über die Berichte derjenigen, die diverse Dinge aufgrund des Ta'wil begangen haben. Und in welchem Buch erwähnt er das? Im Kapitel der Apostasie. Im Kapitel der Apostasie erwähnt er den Hadith des Hatib ibn Abi Balta'a mit dem Überschrift Babu Maja'a fi al-Muta'awwilin. Der Ta'wil bedeutet in diesem Kontext, etwas durch eine Art Fehler zu begehen. Auf eine Art und Weise, die den Kufr nicht unbedingt immer erzwingt, beziehungsweise aufgrund von Missverständnissen und mangelndem Wissen.
unbeabsichtigt, ohne, yani, mit, yani, ohne, nicht in Form von Revolte gegenüber der Scharia, ohne Willkür. Unter dem Kapitel der Apostasie, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Ta'wil unter Umständen eine Entschuldigung sein kann. Wie kann ich das sagen? Schau dir einfach mal die Ahadith an. Schau dir die Shuruh an. Welchen Hadith erwähnt er noch? Er erwähnt den Hadith. Wir gehen mal zum Bukhari. Der erste Hadith ist hier der Hadith, der ist sehr bekannt, der Hadith von dem Vorfall des Umar und Hisham ibn Hakim, dass Umar ibn Khattab, er sagte, ich hörte Hisham ibn Hakim die Surah al-Furqan lesen im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zur Lebenszeit. Als ich seine Qira'a zuhörte, dann fiel mir auf, dass er sie anders las. Er hat sie ganz anders gelesen. Er hat einige Sachen anders gelesen. So hat sie mir der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht beigebracht. Ich wollte ihn schon fast im Gebet angreifen, aber ich habe gewartet, bis er das Gebet abgeschlossen hat. Und dann habe ich ihn an seinen Kragen gepackt und habe gesagt, er sagte, Man aqra'aka hadhihi as-sura, wer hat dir diese Sura so beigebracht? Er sagte, der Gesandte Allahs, er sagte, du lügst, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir diese Sura, Sura al-Furqan, beigebracht. Nicht so, wie du sie liest. Ich bin dann mit ihm zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und sagte, ja Rasulullah, ich habe diesen Mann die Sura al-Furqan auf eine Art und Weise lesen hören, wie du sie mir nicht beigebracht hast. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass ihn Umar, iqra ya Hisham, lies Hisham. Und dann las er ihm die Sura vor. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hakada unzilat, so wurde sie herabgesandt. Und dann sagte er, ja Umar, iqra. Und dann las Umar und sagte, genauso wurde sie herabgesandt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Koran wurde mir in 7 Huruf offenbart. Liest, wie ihr wollt. Yani, unter diesen 7 habt ihr die Auswahl. Was die Huruf sind, ist wie gesagt auch nicht unser Thema. Aber hier geht es darum, dass Umar eine Form, und auch bei ihm kann man es vielleicht nicht ganz sicher sagen, aber Umar hat hier diese Form des Korans abgelehnt und negiert. Aber er war hierin entschuldigt. Möglicherweise hat aber auch Al-Bukhari den Hadith in diesem Kapitel erwähnt, wegen den Umgang Umars mit Hisham. Na, auf jeden Fall, das ist nur mal nebenbei, war eigentlich auch nicht geplant zu erwähnen. Was war das jetzt? Na, was ich hier sagen wollte, ist Folgendes. Also der Ta'wil, unter Umständen kann das eine Entschuldigung sein. Aber wann dies der Fall ist und wann nicht, das würde natürlich den Rahmen des Vorhabens hier brechen. Aber nur mal ein kleiner Gedankenanstoß, wenn man das so sagt. Wer sich selbst derartige Fragen nicht beantworten kann, der kann sich nicht beantworten. Tahib, der Ta'wil, Mesh, Al-Bukhari erwähnt das, okay. Aber wann ist denn jeder Ta'wil gültig? Also gültig, ich meine, sagen wir mal, ist jeder Ta'wil ein Grund der Entschuldigung? Oder nicht? Und wann ja, wann nicht? Wer sich derartige Fragen nicht beantworten kann, der sollte einen Gang runterschalten, was den Takfir angeht, vielleicht. Und mit Oberflächlichkeiten, sich nicht einfach nur mit Oberflächlichkeiten begnügen und damit hantieren. Interessanterweise sagt Al-Imam Shafi'i in seinem Buch Al-Umm, er sagte, فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ سَلَفِ هَذِي الْأُمَّ يُقْتَدَى بِهِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ رَدَّ شَهَادَةَ أَحَدٍ بِتَأْوِيلٍ وَإِنْ خَطَّأَهُ وَضَلَّلَهُ وَرَآهُ اسْتَحَلَّ فِيهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ. Wir kennen niemanden der Altvorderen dieser Umma, die befolgt werden, noch unter den Nachfolgenden, jemanden, der die Zeugenaussage einer Person wegen des Ta'wil abgelehnt hat. Die Zeugenaussage eines Muslims, denn bei den meisten Zeugenaussagen, unter Ausnahmen, es gibt nur wenige Ausnahmen, wird der Islam vorausgesetzt. Selbst wenn er
wenn er, yani die Salaf und die Nachkommenden, ihm Fehler vorwerfen, der Irreleitung zuschreiben und feststellen, dass er erlaubt habe, was ihm verboten sei. Jemand der zeitgenössischen Mashayikh, Hafizahullah wa Saddada Khutah, er sagte, das, was Hatib tat, war keine Spionage. Er habe ja nur ein Geheimnis verraten. Das ist ein wenig yani unverständlich. Zumal bei Abu Ya'la und al-Tabari überliefert wird, in diesem Kontext, dass Ali berichtete, als der Gesandte Allahs Mekka angreifen wollte, vertraute er dies einigen seiner Gefährten an. Unter den Menschen wurde aber der Eindruck geweckt, also absichtlich, dass er einen anderen Ort anstrebt, damit sich die Nachricht nicht verbreitet und nicht sozusagen aus dem Haus kommt. Hatib aber hörte dies und berichtete den Mekkanern davon. Ja, wenn das keine Spionage ist und kein Verrat, was ist das dann? Und deswegen habe ich eben auch schon genannt, als Ibn Hajar diesen Hadith behandelte, warum hat er angefangen, über die Ahkam des Spions zu sprechen? Weil sie dies als eine Form der Spionage sehen. Und er erwähnt auch explizit hier an diesem Teil, dass einige der Malikier sich auf genau diesen Bericht stützen beim Todesurteil des Spions. Ich möchte nochmal, damit ihr auch wisst, um was es geht, der ganze Wortlaut von diesem Hadith aus Muslim oder mal etwas zusammengefasst. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ Ali, so sagte er, ließ mich, also Ali und Zubayr und Al-Miqdad zu sich kommen und sagte dann zu ihnen, reitet zu Rawdat Khakh, ein Ort, der heißt so. Dort werdet ihr eine Frau antreffen, die einen Brief bei sich hat, ein Schreiben, nehmt diesen Brief an euch und bringt ihn mir. Er sagte, wir ritten los und ließen unsere Pferde weit ausgreifen, bis wir jene Frau fanden. Wir sagten zu ihr, gib uns den Brief. Sie entgegnete, ich habe keinen Brief. Wir sagten, gib uns den Brief oder wir müssen dich von Kopf bis Fuß durchsuchen. Da holte sie den Brief aus ihrem Haar, sie hatte das in ihr Haar versteckt und sie gehen zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, was passiert jetzt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beruft Hatib ibn Abi Balta'a ein. Und in diesem Schreiben hatte Hatib den Mekkanern in den Muschrikun in Mekka davon mitgeteilt, von den Plänen des Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt und sie gewarnt davor, vor seinem Kommen. So, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagt dann zu Hatib, Hatib, was ist mit diesem Brief? Ma hamalaka ala hada, wie es in der Riwaya vorkommt, was hat dich denn dazu verleitet, warum hast du das gemacht? Er sagte, o Gesandter Allahs, verurteile mich nicht vorschnell, ich war anhänglich an Quraysh. Yani, kuntu lasiqan oder mulsaqan bi Quraysh. Yani, das heißt, er war nicht von ihnen selbst, ethnisch betrachtet, aber er war alliiert mit ihnen, verbündet. Und dann sagt er, alle Muhajirun, die bei dir sind, haben Verwandte in Mekka, die ihre Frauen und Kinder und ihr Vermögen dort beschützen. Aber ich habe keine Verwandtschaft dort und wollte mit diesem Brief sozusagen das Wohlwollen einiger Quraysh erwerben, ihnen einen Gefallen machen, damit sie sich meiner Angehörigen annehmen. Dann sagt er hier, ich habe es nicht getan, weil ich ein Ungläubiger bin oder weil ich vom Islam abgefallen bin oder den Unglauben dem Islam vorziehe. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa, er hat die Wahrheit gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen. Dann sagte Umar radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, lass mich diesen Heuchler den Kopf abschlagen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen und so weiter. Naja, wie dem auch sei, dieser Bericht zeigt uns auch hier wieder diesen Fall der Manatat. Und übrigens, was ich eben über den Jasus, den Spion gesagt habe, ist der Madhab der Al-Aimma al-Arba'a, der vier Rechtsschulen, dass der Muslim durch die bloße Spionage nicht zum Kafir wird. Also die Spionage selbst ist nicht der Tahqiq, der Manat, wenn er das aus
beispielsweise tut aus weltlichen, aufgrund weltlicher Interessen oder so. Nein, wer es aus Liebe zu dem Unglauben und zur bewussten Unterstützung des Unglaubens tut, um dem Islam dann bewusst zu schaden, in ihm erfüllen sich die Charakteristiken des Kufr. Wer dies aber lediglich zur Erlangung diverser weltlichen Vorteile tut, wie es Hatib getan hat, der hat sich versündigt. Deswegen zitiert al-Bukhari diesen Hadith nochmals in einem anderen Kapitel. Und zwar in dem Kapitel Babu man lam yara ikfara man qala dhalika muta'awwilan aw jahilan. Was heißt das Kapitel? Den Grund, warum er dieses Kapitel hier erwähnt, versteht man nicht, wenn man sich nicht das Kapitel davor anschaut. Er sagt, habe ich übersetzt mal den Namen, das Kapitel über den, der nicht aus dem Islam schließt, wer dies aus Missverständnis, Fehlinterpretation oder Unwissenheit sagt. Was sagt er? Um das zu verstehen, schau dir das vorherige Kapitel an. Er sagt nämlich dort, Babu man kaffara akhahu bighayri ta'wilin fahu kama qal. Das Kapitel über den, der seinen Bruder ohne Ta'wil den Unglauben vorwirft, der ist dann, wie er sagt. Also dieser Vorwurf kehrt zu ihm selbst zurück. Und nun erwähnt er in diesem Hadith unter dem vorab genannten Kapitel den Hadith von Hatib ibn Abi Balta', um zu sagen, dass Umar in seinem Takfir muta'awil war, dass er ein Ta'wil hatte und daher Umar sozusagen in einer Form entschuldigt war. Und dass Umar sich geirrt hatte, was Hatib ibn Abi Balta' anging. Den Konsens, den Abu Ja'far al-Tahawi zitiert, stimmt auch Ibn Battal unter den Malikiyah zu, der im Jahr 449 gestorben ist. Und er kritisiert die Aussage jener Malikiyah. Es gibt nämlich unter den Malikiyah die Aussage, dass der muslimische Spion, exekutiert wird. Er äußerte sich kritisch über diese Aussage. Und dann kam auch Ibn al-Mulaqqin al-Shafi'i, der im Jahr 804 gestorben ist, und kommentierte die Aussage Ibn Battals. Er sagte, wer das Todesurteil des Spions ausspricht, der widerspricht dem Hadith und den Aussagen der Allvorderen. Entsprechend ist es an dieser Aussage eine aussichtslose Aussage, wie Ibn Battal sagt. Also, hier geht es nur um die Sanktion, nochmal. Nicht mal darum, ob er ein Kafir ist oder nicht. Also gibt es auch hier zu prüfen, ob die Charakteristiken des Kufr realisiert wurden oder nicht. Und da kommt noch eine andere Sache. Er hilft den Kuffar oder nicht? Ja. Tayyib, ein weiteres Beispiel. Und damit begnügen wir uns dann auch mit den Beispielen. Das Umkreisen eines Grabes. Wenn jemand ein Grab umkreist, hat er dann Schirk gebannt? Und tut er dies, weil er dies als eine gottesdienstliche Handlung sieht, mit der er sich Allah annähert. Ja, er denkt hier, wenn man um dieses Grab Tawaf macht, um Allah damit anzubeten, nicht um den Beigesetzten damit zu dienen. Sind hier die Charakteristiken des Schirk gegeben? Sie sind nicht gegeben. Das heißt, wenn er das mit diesen Bewegungsgründen tut, dann ist das nicht der Fall. Es gibt viele Beispiele, aber das reicht jetzt. Weil vielleicht noch eine kleine Sache in Bezug auf das Hilfe nehmen. Das Beispiel habe ich auch ein paar Mal erwähnt. Einige der malikitischen Rechtsgelehrten sind der Auffassung, dass es einem Menschen erlaubt sei, seine christliche Mutter, wenn sie ihn darum bittet, in die Kirche zu bringen. Ist das nicht auch eine Hilfe? Was macht er denn dort? Was macht die Mutter dort? Kaffee und Kuchen? Oder geht sie dorthin, um ihre Religion auszuleben? Um Jesus und Mariam anzubeten? Die typische oberflächliche Denkweise würde nun diktieren, außer man weiß, dass die Maliki das gesagt haben, dann schreckt der ein oder andere vielleicht ein bisschen zurück. Er hat ihr zum Schirk geholfen. Das bedeutet, dass er damit zufrieden ist und es nicht ablehnt. Also, er ist ein Muschrik.
Das Verkaufen von Götzen ist verboten, aber nicht zwingend Unglaube, wie es aus den Erklärungen des Hadith zu entnehmen ist. So, jetzt kommt hier ein neues Aber. Dieses neue Aber sagt, gut, hört sich vielleicht plausibel an, aber das kann man ja dann zu allem sagen. Dann kannst du das jetzt zu jeder einzelnen Sache sagen. Dazu komme ich nochmal am Ende dieses Unterrichts. Aber jetzt erstmal, nein, einige Handlungen deuten zwingend auf Charakteristiken des Kufr, wie zum Beispiel das Beschimpfen und Beleidigen Gottes. Wir reden aber über Handlungen, die eben Mehrdeutigkeit bieten. Zumal, auch das ist sehr wichtig zu wissen, Handlungen bieten insgemein mehr Deutungsraum als Aussagen. Und kann ich das beweisen? Nein, ich kann das anhand von Prinzipien und einigen Sachverhalten beweisen. Auch hier wieder nur, ich werde natürlich keinen Text vorbringen können, wo steht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Handlungen haben einen größeren Deutungsspielraum als Aussagen. So funktioniert die Sache natürlich nicht. Aber ich möchte das anhand von drei Beispielen darlegen. Zum einen, die Gelehrten des Usul al-Fiqh erwähnen, dass die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei scheinbaren Konflikten mit den Handlungen, also wir haben jetzt eine Aussage und eine Handlung, und wir können sie scheinbar nicht zusammenbringen. Was machen wir jetzt? Was hat Vorrang? Sie sagen, in diesem Fall haben die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Vorrang. Warum? Da eine Aussage spezifischer und expliziter ist als eine Handlung. Eine Handlung kann so gedeutet werden, könnte das sein, könnte dieser Bewegungsgrund sein, könnte dieser Umstand sein. Eine Aussage ist expliziter. Handlungen benötigen oft explizite Aussagen zur endgültigen Bewertung dieser Handlungen. Wenn ich jemandem etwas in die Hand drücke, dann kann dies ein Verkauf sein, eine Schenkung, eine Ausleihung, ein Kredit, eine Vermietung, Treuhandgut, das kann alles Mögliche sein. Und was macht das aus? Was schiebt hier den ganzen Deutungsmöglichkeiten eine Grenze vor? Die Aussage. Einige Verträge müssen verbale Aussagen beinhalten. Also wenn wir stillschweigend irgendwas machen würden, was wir untereinander auch so verstehen, beispielsweise bei der Heirat, ich nehme immer ein fiktives Beispiel, wenn wir heiraten möchten, dann ist es so in der Kultur, wenn ich dem Vater der Frau jetzt beispielsweise eine Blumenvase gebe und er gibt mir sagen wir eine Uhr. Im Kult und im Brauch ist das sozusagen wie die Aussage, ich habe dich mit meiner Tochter verheiratet und ich habe es angenommen. Zumindest bei uns im hanbalitischen Madhab wäre das nicht ausreichend. Es muss eine explizite, klare, verbale Aussage geben, da sie sagen, da die Zufriedenheit eine Herzenssache ist, die man nur durch Aussagen veräußern kann. Nicht? Nein. Aber das hat die Handlung des Wählers hat diese Konsequenz und daraus folgt das und jenes und dann kann man ganze Ketten anführen. Das nennt man At-Takfir bil-Lazim oder At-Takfir bil-Ma'al. Das sind zwar zwei verschiedene Sachen, aber haben eine sehr große Ähnlichkeit, deswegen mache ich keinen Unterschied jetzt. Ich sage mal einfach, das ist der Takfir durch Folgen und Konsequenzen einer Handlung oder Aussage. Ist dieser Takfir gerechtfertigt? Er sagt Ibn Hazm, das ist nicht Ibn Hazm noch andere, aber ich zitiere ihn jetzt mal. Er sagt, وَأَمَّا مَنْ كَفَّرَ النَّاسِ بِمَا تَأُولُ إِلَيْهِ أَقْوَالُهُمْ فَخَطَاءٌ. Warum? Weil die Menschen aus dem Islam ausschließt, wegen den Konsequenzen oder Schlussfolgerungen aus ihren Aussagen, der begeht einen Fehler. Da es eine Lüge gegen den Kontrahenten ist und ihm hiermit etwas in den Mund gelegt wird, das er nicht sagt. Also Ibn Hazm sagt, selbst wenn es eine nötige Schlussfolgerung aus seiner Aussage sein sollte,
Denn im schlimmsten Fall widerspricht er sich ja einfach selbst. Aber sich zu widersprechen ist ja kein Unglaube. Wohl mehr, also Ibn Hazm sagt, wohl mehr hat er eigentlich gut getan, da er vor dem Kufr geflüchtet ist. Dieses Beispiel erwähne ich jetzt hier. Jene Scholastiker, die Mutakallimun, die behaupten, dass Allah Ta'ala, also die sagen, Allah ist weder oben, noch unten, noch rechts, noch links. Sie schweigen einfach darüber. Oder sie sagen, er ist an keinem Ort. Eine mögliche Schlussfolgerung dieser Aussage wäre ja, wenn man sagt, also wenn etwas weder oben ist, also getrennt, aber wir meinen natürlich getrennt von seinen Geschöpfen, er ist nicht unten, er ist nicht rechts, nicht links, nirgendwo, das ist ja eigentlich dann einfach nichts. Also das ist ja einfach etwas, was nicht existiert. Aber ist das denn, meinen Sie das denn auch? Also halten Sie sich an die Konsequenz dieser Aussage? Oder kann es sein, dass Ihnen diese Konsequenz der Aussage nicht mal in den Sinn kommt und Sie dementieren und bestreiten das? Aber deswegen ein Takfir auf Sie zu machen, wäre ungerecht und wäre eine Lüge. Und deswegen, Shatibi sagt auch, Al-Kufru bil-Ma'al laysa bi-Kufrin fil-Hal. Der Kufr durch Konsequenzen ist kein Kufr in der Gegenwart. Durch eine Reihe von Konsequenzen kann jede beliebige Handlung zum Unglauben geführt werden. Ein amüsantes Beispiel hierfür. Ein Imam ist es gewohnt, dass die Leute ihm seine Schuhe beim Austritt aus der Moschee reichen. Einer der Anwesenden tut dies mal nicht. Daraufhin sagt der Imam, du hast Kufr begangen. Der Mann wundert sich und der Imam begründet dies dann wie folgt. Als du dich mir gegenüber aufgelehnt hast und mir meine Schuhe nicht gereicht hast, hast du mich wegen meiner Position als Imam und Träger des Korans verhöhnt. Und diese Verhöhnung führt zur Verachtung des Korans, da unsere Ehre und Position dem Koran verschuldet ist. Und die Verachtung des Korans ist nichts anderes als die Verachtung Allahs und darum bist du ungläubig geworden. Dieses Beispiel mag lächerlich sein, aber nach diesen Syllogismen werden viele Formen des Takfir konstruiert. Tayyib. Hier ein kleiner Punkt. Wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende des ersten Parts. Wie ich eingangs beschrieb, gibt es zwei Wege, den Kufr in dieser Situation abzusprechen. Einmal durch den Tahqiq al-Manat, und das haben wir jetzt hier gemacht. Und das zweite wäre, dass man die Situation als eine Art Ikrah bzw. Darura definiert. Und nun wollen wir uns ein wenig mit dem zweiten Punkt beschäftigen, der Ikrah. Der Ikrah ist an sich ein sehr komplexes Thema mit vielen subtilen Sachverhalten und unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der verschiedenen Rechtsschulen. Und hauptsächlich werden die Themen des Ikrah und allen anderen Faktoren, welche die Haftungsfähigkeit und Mündigkeit des Menschen einschränken oder gänzlich aufheben, das wird alles in den Werken des Usul Fiqh behandelt, zumal dies im ersten Grad kein Thema der Aqidah ist, geschweige denn vom Tawhid. Zumal die Unterscheidung von Sachverhalten des Takfir zwischen Aqidah und Fiqh keine solide Grundlage hat. Ja, immer davon auszugehen, dass Aqidah bedeutet immer dann Takfir und nicht Aqidah, Fiqh und so weiter bedeutet kein Takfir. Das ist fehlerhaft und basiert auf falschen Prämissen und Vorannahmen. Zu diesen Vorannahmen gehört zum Beispiel, dass sämtliche Themen der Aqidah auf definitiven und unanfechtbaren Beweisen gegründet werden, während dies beim Fiqh nicht der Fall ist. Das ist aber absurd und das lässt sich mit einigen Beispielen zeigen. So manch ein Sachverhalt des Fiqh ist viel sicherer verbürgt und in seinem Inhalt explizit, sodass ein Abstreiten zum Ausschluss aus dem Islam führen kann, während einige Themen der Aqidah in einem gleichen Fall nicht mal, dem Abstreiten und so weiter, man könnte nicht mal von einem Fehler mit Gewissheit sprechen. Beispielsweise die Akzeptanz der Pflicht des Gebets ist explizit, definitiv. Hinzu kommen die vielinigen Berichte und der Konsens, während die Frage danach, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat oder Propheten von kleinen Fehlern und kleinen Sünden
die nicht auf kleine Sünden, die nichts mit niederen Charakteren zu tun haben, sind sie davor gefeit oder nicht? Diese Masailen haben nicht annähernd das Ausmaß der Fiqh-Angelegenheit, die ich eben genannt habe. Also entscheidend im Takfir ist gar nicht die Frage, ist das ein Sachverhalt der Usul oder der Furu, der Aqida oder des Fiqh. Entscheidend hierbei sind ganz andere Faktoren. Die Belege selbst, ihre Natur, die Art der Belege, ihre Explizitheit, ihre Verbürgung, das sind entscheidende Faktoren. Und diese Dinge setzen Grundkenntnisse im Usul Fiqh und der Sprache voraus. Wie dem auch sei, zurück zum Iqra. Bekanntlich ist ja jemand, der unter dem Iqra steht, von der Haftung und Schuldfähigkeit seiner Aussagen befreit. Und auch die Handlungen gehören nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten zum Wirkungsspektrum des Iqra, also nicht nur die Aussagen. Und diesbezüglich wurden die Verse in der Surah An-Nahl offenbart: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Wer Allah leugnet, nachdem er den Glauben, den Iman angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe findet. Doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über denjenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. Wem nun die Auswahl gestellt wird, eine Aussage oder Handlung bei, wie gesagt, bei der Mehrheit zu tun, oder nehmen wir zum Beispiel den Tod, Folter, Einsperrung etc., sich dafür auszusuchen, eins von den beiden, dann erlaubt ihm die Scharia eine Handlung oder Aussage zu tun, mit der er sich nicht identifiziert und in anderen Umständen nicht getan hätte. Angemerkt muss auch werden hier, dass dieser, wir übersetzen den Ikrah immer als Zwang, diese gezwungene Person, der Mukrah, nicht gänzlich willenslos ist. Das ist sehr wichtig. Deswegen sagen die Ahlul Ilm, Al-Ikrahu yu'dimu al-Rida, la yu'dimu al-Ikhtiyar. Das bedeutet einfach so viel wie, jemand, der im Ikrah ist, ist nicht ganz willenslos. Er ist nicht ganz willenslos, da er sehr wohl die Auswahl hat, sich für eine der Auswahlmöglichkeiten zu entscheiden. Er kann sich entscheiden. Er kann sich auch dafür entscheiden, dass er getötet wird. Kann er tun. Und er kann sich für Folter entscheiden. Er kann sich für Haftstrafen entscheiden. Also er hat die Möglichkeit. Aber was fehlt denn? Was fehlt dann? Was fehlt ihm dann? Der Ikrah entzieht dem Menschen die Akzeptanz und die Zufriedenheit, nicht aber den Willen und die Entscheidungsfähigkeit. Das ist wichtig, vor Augen halten. Des Weiteren muss angemerkt werden, dass die Thematiken des Ikrah keine yani, a priorischen Selbstverständlichkeiten sind. Es ist zum Beispiel mit Konsens der Gelehrten nicht erlaubt, unter tatsächlichem Ikrah zu töten. Yani, er ist wirklich unter Ikrah. Jemand hält ihm eine Pistole an den Kopf und sagt, tötest du ihn nicht, dann töte ich dich. Darf er töten? Darf er ihn dann töten? Tötest du diese 10 Leute nicht, dann werde ich dich töten. Nach yani, Ibn Taymiyyah sagt, dass das mit Ittifaq der Gelehrten nicht erlaubt ist. Mit Ittifaq, yani mit Übereinstimmung der Gelehrten ist das nicht erlaubt. Aber warum? Und auch der Sinna nach einigen Gelehrten, das ist, hier gibt es keinen Konsens, aber nach einigen Gelehrten, ist der Sinner auch nicht erlaubt. Selbst wenn er eben tatsächlich in diese klischeeartige Form des Ikrah, die wir kennen, selbst in der ist es nicht erlaubt. Manche machen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, manche machen da keinen Unterschied. Das ist aber jetzt nicht unser Thema. Aber das zeigt uns auch, dass diese Themen umstritten sind. Yani. Und wenn dann jemand in einem der deswegen etwas erlaubt, dann kannst du nicht sagen, er hat den Kufr erlaubt und er legitimiert das und er sieht die Kuffar nicht als Kuffar und deswegen ist er ein Kafir. Was jetzt aber das Interessante ist, er darf nicht töten, er darf keinen Sina machen, aber er darf Kuffar machen. Er darf den Kuffar machen. Das heißt, das ist keine Sache, die du einfach aus
يعني Syllogismen und Prämissen und Schlussfolgerungen irgendwie konstruieren kannst. Aber dazu kommen wir nochmal zurück. Im Kontext des Ikrah müssen wir kurz nochmal die Darura definieren. Was ist die Darura? Weil wir sprechen ja davon, dass die Leute, die wählen, sie machen das in Form der Darura. Was ist die Darura? Die Daruriyat? Die sogenannten, das sind zwei Begriffe, die aber Ähnlichkeiten haben und in Kohärenz stehen. Die sogenannten Darurat sind die, wie schon vorher gesagt wurde, das ist die höchste Kategorie der drei Kategorien, welche unter den Al-Masalih, Al-Shara'iyya, erwähnt werden. Die Masalih, die Nutzen, die schariatischen Nutzen, die schariatischen Universalien, die Daruriyat. Was sind, diese drei Kategorien sind die Al-Daruriyat, die Al-Masalih, Daruriyat, dann kommen die Hajiyat und die Tahsiniyat. Auch hier beginnt schon ein neues Dilemma wieder. Es geht nicht darum, einfach schier zu sagen, man würde sich einfach für das Bessere entscheiden und aussuchen. Also mal im Ernst, ja. Man glaubt doch nicht, dass jemand von den Ahlul Ilm, jemand, der ein bisschen Ahnung hat von der Scharia, derartiges sagt. Aber das ist keine Abhandlung hier im Usul al-Fiqh und auch nicht in den Ilm al-Maqasid und ich kann das hier auch nicht alles erwähnen. Und jede einzelne Grundinformation hier bereitstellen, das geht alles einfach nicht. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, die Vorstellung, dass man dies machen muss und tun soll, damit der Adressant auch alles nachvollziehen kann, das ist eine Illusion. Yani. Und das entspricht einer viel zu vereinfachten Vorstellung über diese ganzen komplexen Sachverhalte. Vielmehr sollte dies einem immer ins Bewusstsein rufen, dass zu Recht einiges den Fachleuten überlassen werden sollte. Die Daruriyat sind die unerlässlichen Interessen der Scharia. Ich habe sie bereits zuvor aufgelistet, zur Auffrischung. Diese fünf bekannten Zwecke, das sind die Bewahrung der Religiosität, Bewahrung des Lebens, Bewahrung der Vernunft, Bewahrung der Familie und Bewahrung des Besitzes. Manche führen dabei noch die Bewahrung der Ehre und Würde hinzu. Die bekannten Maxime und Prinzipien des Fiqh, welche auch in diesem Kontext genannt werden, wie, ich möchte jetzt auch diese Prinzipien nennen, denn man spricht auch diese Prinzipien manchmal klein, obwohl man nicht weiß, dass der Ikrah selbst auch auf genau diesen Prinzipien beruht. Die Vermeidung des Schadens hat Vorrang vor der Verwirklichung des Nutzens. Und das haben wir auch in den Aussagen von Ibn Taymiyyah gesehen in Bezug auf die Handlungen von Yusuf a.s. Der kleine Vorteil ist zu vernachlässigen, um den größeren zu bewahren. Die kollektiven Interessen sind vorrangig zu behandeln gegenüber den individuellen Interessen. Ein großer Schaden kann durch einen kleinen aufgehoben werden. Ein Schaden kann niemals durch einen ähnlichen Schaden aufgehoben werden. Deswegen darf man im Ikrah nicht töten. Es geht hier um Leben und Leben. Dein Leben oder das andere Leben. Das ist ein gleicher Schaden. Du kannst nicht sagen, ja, dann halt der andere. Das wäre das Aufheben eines Schadens mit gleichen Schaden. Und auch beim, warum macht man den Kufr? Warum spricht man oder macht man Kufrhandlungen, um sein Leben zu retten oder um sich vor Folter zu retten, um sich vor Haft zu retten? Weil das gehört bei vielen zum Ikrah. Ibn Mas'ud ging sogar so weit, das ist auch ein Problem, der Ikrah ist teilweise gar nicht so definiert und es ist sehr relativ. Ibn Mas'ud sagte, ich bin bereit dafür, alles zu sagen, um zwei Peitschenhiebe von mir abzuwenden. Zwei Peitschenhiebe. Nöte annullieren Verbot. Nöte sind genau zu definieren. All diese Regeln stehen in Verbindung und Kohärenz mit den Daruriyat. Selbst der Ikrah ist eine Form der Darura. Der Ikrah ist eine Form der Darura. Ja, ich meine hiermit, dass der Ikrah sozusagen ein Unterbegriff ist und über dem Unterbegriff hier ist die Darura. Oder der Afan, der Oberbegriff ist die Darura. Daher haben einige Gelehrten andere Formen des triftigen Bedarfs, also der Darura und der Not, gleich dem Ikrah behandelt. Hier möchte ich auch nochmal in Bezug auf diese Prinzipien etwas erwähnen. Diese Maxime und Prinzipien des Fiqh sind Adilla. Das sind Adilla. Nicht einfach Prinzipien, das sind Adilla. Das sind argumentationstaugliche Beweise. Und hierin unterscheiden sich die Prinzipien des Usul al-Fiqh von den Al-Qawaid al-Fiqh hier. Die Prinzipien und Universalien des Usul al-Fiqh, ich meine nicht die Dawabit,
das sind Schemata, die Usul, die Prinzipien und Usul, die Usul-Gelehrten, Usul-Fiqh, nicht Gelehrten, Usul- und Fiqh-Regeln und Prinzipien, diese, das sind einfach nur Schemata und Paradigma, Muster, nach denen wir die Texte anwenden und so weiter. Aber diese Maxime des Fiqh, die Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, nicht die Dawabit, das sind selbst Adilla und zur unmittelbaren Extraktion von Rechtsurteilen anwendbar. Und zu einem soliden Diskurs gehört schließlich auch eine solide Vorstellung über die Beschaffenheit eines Beweises und diese Anwendungsschemata. Ich möchte jetzt einige Beispiele erwähnen. Über einige Beispiele, in denen die Ahlul Ilm, die Fuqaha, die Darura gleichgesetzt haben mit dem Ikrar. Schauen wir uns dazu wieder in einem der bereits vergangenen Bücher mal etwas an. So. So. Wir haben hier Abdul Wahhab ibn Ali al-Shafi'i. Er sagt in seinem berühmten Werk Al-Ishbah wa-Nawa'i, er sagt: قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه. Er sagt, es ist bekannt, dass das Tragen von Kleidung, welche die Religion der Ungläubigen repräsentiert, also kennzeichnet, die für ihre Religion stehen, und das Aussprechen des Unglaubens ohne den Ikrah Unglauben ist, nach bei den Schafiriyya, er spricht von den Schafiriyya. Wenn aber ein starkes Interesse der Muslime davon abhängig ist und sie jemanden benötigen, der dies tut, dann ist es, so scheint es, gleich dem Ikrah. طيب, wir haben hier noch jemanden, Al-Fayruz Abadi. Al-Fayruz Abadi sagt in seinem Buch Basairu Zawit Tamyiz, er spricht über die einige Fawaid der Surah Al-Nahl. Er sagt, وَالرُّخْصَةُ بِالتَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَالضَّرُورَاتِ. Er sagt, die umstandsbedingte Genehmigung, den Unglauben auszusprechen im Falle des Zwangs und der Darura-Not. Darura-Situation. In der Al-Mawsu'atu al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya lautet es wie folgt. Er sagt dort, er spricht über den Standpunkt der Hanafiyya und der Malikiyya und der Shafi'iyya über das Tragen von Kleidung, die den Ungläubigen, die den Unglauben kennzeichnen. Er sagt, die richtige offizielle, der offizielle Standpunkt der Hanafiyya und der Madhab der Malikiyya und der Mehrheit der Shafi'iyya ist, dass das Tragen von derartiger Kleidung zu einem juristischen Urteil des Unglaubens führt, in den weltlichen Gerichten. Es sei denn, was denn? Es sei denn was? Illa idha fa'alahu li darurati al-ikrah aw li daf' al-harr aw al-bard. Das heißt, er sagt, es sei denn, er tut dies aus Ikrah, aufgrund der Darura des Ikrah, oder zur Bekämpfung von Hitze und Kälte. Und dann sagt er, Gleiches gilt für das Tragen vom christlichen Sunnar. Was ist der Sunnar? Der Sunnar ist das, was die christlichen Priester und Mönche tragen, diese Gürtel um ihre Hüfte. Er sagt dann hier, وإلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين. Also gleiches gilt für das Tragen vom christlichen Sunnah, das heißt, dass es Kufr ist und man juristisch so beurteilt wird, weltlich. Es sei denn, dies wird zur Täuschung im Krieg oder zur Spionage getragen. Und dann sagt er was ganz Interessantes wieder, weil hier nochmal geht es um dieses Juristliche.
Wenn aber erkenntlich ist, dass er den Sunnah nicht wegen des Glaubens trägt, sondern um sich in das Land zu begeben, zwecks der Befreiung von Gefangenen, dann wird nicht mit dem Urteil, mit dem Unglauben geurteilt. Dieses Zitat beinhaltet zwei Formen der Darura. Einmal haben wir diese individuelle Darura, Kälte und Hitze. Hier ist nicht die Regel von dem typischen Ikra. Und dann haben wir hier diese kollektive Darura im Krieg, wie er hier beschrieben hat. Beide Formen entsprechen nicht dem typischen Bild des Ikra. Dieses klischeehafte Bild, was wir haben. Und wie ich bereits sagte, ist der Ikra nur eine Form der Darura. Der Ikra ist eine Form der Darura. Ibn Taymiyyah sagt diesbezüglich, hatte ich ja vorhin schon zitiert, aber er sagte ja, in der Realität ist der Mukra ja der, der einen bestehenden Nachteil, Schaden, durch ein geringeres abwehrt. Das heißt, er führt das zurück auf dieses Thema, selbst im Ikra. Aber was ist denn der Unterschied zwischen dem Ikra und der Darura? Gibt es einen Unterschied? Naam, es gibt Unterschiede. Und dazu zitieren wir Sheikh Abdul Qadir Auda. Er hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Al-Tashri'u al-Jina'i, Al-Tashri'u al-Jina'i fil-Islam, oder al-Islami, Al-Tashri'u al-Jina'i al-Islami. Das Buch war übrigens eine meiner wichtigsten Quellwerke in meiner Masterarbeit. Es geht hier um das Strafgesetz des Islams. Das Strafgesetz des Islams. Und da man auch unter Zwang diverse Strafdelikte begehen kann, müssen wir natürlich auch hier über den Zwang sprechen, über den Ikrah und über die Darura. Wie gesagt, ich nenne den Ikrah nicht Zwang suggeriert dem Menschen etwas Falsches hier im deutschsprachigen Raum. Die denken dann, Zwang, ja, der hat gar keine Möglichkeit, wie jemand, der von einem Berg runtergeschmissen wird und gar nichts machen kann, gar nichts dagegen, gar keine Entscheidung hat. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Was sagt er denn hier? Er sagt, das ist auch sehr interessant, er sagt, Al-Ikrahu wa-Darura wa-Yulhaqu bil-Ikrah halatu al-Darurati min haythu al-Hukm walakinnaha takhtalifu an al-Ikrah fi sabab al-Fi'li. Erstmal nur bis hierhin. An dem Zustand des Ikrah findet auch der Zustand der Darura Anschluss. In Betracht was? In Betracht des Urteils. Gleiche Urteil. Tayyib, wo ist denn der Unterschied? Er sagt, وَلَكِنَّهْ تَخْتَلِفُ عَنِ الْإِكْرَاهِ فِي سَبَبِ الْفِعْلِ. Das heißt, die Darura scheidet sich vom Ikrah durch die Bewegungsgründe. Bewegungsgründe der Handlung. Im Falle des Ikrah, فَفِي الْإِكْرَاهِ يَدْفَعُ الْمُكْرَهِ يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المكره بإتيان الفعل ويجبره على إتيانه. Das heißt, im Falle des Ikrah wird die gezwungene Person von einer anderen genötigt, etwas zu tun. Im Zustand der Darura, jetzt kommt der Unterschied. Im Zustand der Darura, أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد. وإنما يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم لينجي نفسه وغيره من الهلكة. Das heißt, im Zustand der Darura jedoch gibt es kein Individuum, das zu einer Handlung zwingt, das ihn drängt zu machen. Vielmehr sind es die Umstände, aus denen kein Verlass möglich ist, außer durch das Begehen von Verbotenem, um sich selbst oder andere aus dem Desaster zu retten. Das heißt, der Ikrah ist eigentlich, unterliegt dem Prinzip, das wir hier genannt haben. Wer im Zwang ist, darf nicht andere töten oder verletzen. Warum? Da ein Übel nicht mit dem gleichen Übel beseitigt wird, sondern mit einem geringeren Übel. Was? Der Kufr ist ein geringeres Übel? Nein. Er macht gar keinen Kufr in diesem Umstand. Das gilt nicht als Kufr. Also man darf äußerlich den Unglauben begehen, um das eigene Leben oder das Leben anderer zu schützen. In den berühmten Qawaid,
des Al-Izz ibn Abd al-Salam sagt darin, wenn Interessen und Schäden kollidieren miteinander, ist dann ist Folgendes zu tun. Er sagt, wenn es möglich ist, den Nutzen oder die Interessen herbeizuführen und den Schaden abzuweisen, dann tun wir dies. Wenn dies nicht möglich ist und der Schaden größer als der Nutzen ist, dann werden wir den Schaden verhindern. Wenn das Interesse größer als der Schaden ist, dann führen wir den Nutzen herbei, also das Interesse verwirklichen wir und nehmen den Schaden in Kauf. So, das erste Beispiel, was er unter dieser Regel erwähnt, ist für uns interessant. Er sagt, das Aussprechen des Unglaubens ist ein verbotener Schaden, eine Mafsada. Es ist aber erlaubt, ihn, den Kufr zu zitieren und gleichfalls im Ikrah zu tun, wenn das Herz im Glauben ruht. Warum? Er sagt, das Erhalten der Seelen und des Lebens ist ein größerer Nutzen in Relation zum Aussprechen von Wörtern, an die man nicht glaubt. Also wir entnehmen, dass selbst der Ikrah genau diesen Prinzipien unterliegt und aus ihnen keimt. Deswegen diese Regel immer, das Kleinzureden, die Maslaha, Mafsada und Schaden, Vorteile, wie kann das sein, Schirk ist größte und der Kufr ist das größte. Ja, nee, das Hantieren mit Begrifflichkeit auf diese Art und Weise bringt nicht weiter. Und das ist übrigens der Grund, der einige Gelehrten dazu veranlasste, durch den Qiyas die Darura analog zum Ikrah zu sehen. Da auch die Darura dem Menschen die Akzeptanz und Zufriedenheit entzieht, aber nicht den Willen, genau, also den Willen und die Entscheidungsfähigkeit, genau wie dem Ikrah. Aber hier kommt wieder ein neues Aber. Aber es gibt doch den Bericht über den Mann, der eine Fliege opferte. Und er wurde nicht entschuldigt. Es geht übrigens um folgenden Bericht, ich lese ihn mal schnell vor. Ein Mann betrat das Paradies, wie der Prophet sagt, dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun an-nara fi dhubab. Ein Mann betrat das Paradies aufgrund einer Fliege und ein anderer ebenfalls das Feuer aufgrund einer Fliege. Und dann wunderten sich die Sahaba natürlich, wie das denn sein kann, ist doch sowas Kleinliches. Und dann sagt er, sie gingen einem Volk vorbei, das einen Götzen hatte und niemand durfte daran vorbeiziehen, außer sie würden ein Opfer für sie darbringen. Daraufhin opferte einer etwas. Sie haben gesagt, opfer was? Der sagte, ich habe nichts, was ich opfern kann. Dann sagten sie, opfer mir, selbst wenn es eine Fliege ist. Und dann hat er das getan und sie ließen ihn gehen. Und dann sagt der Prophet, er ist ins Feuer gegangen. Und der andere, das Gegenteil davon, sie haben ihm gesagt, opfere etwas. Er sagte, ich opfere nichts, außer es ist für Allah, den Allmächtigen. Und so töteten sie ihn und er betrat das Paradies. Die Mehrheit der Leute wird diesen Hadith wohl aus dem Kitab al-Tawhid kennen von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Aber diesen Hadith für ein derart sensibles Thema zu verwenden, ist kein erfreuliches Zeugnis. Und ich möchte kurz in Stichworten erklären, warum. Erstens, der Hadith ist nicht kritikfrei und nicht makellos. Zweitens, er ist nicht mal in den typischen Standard-Hauptquellwerken zu finden, sondern nur in sekundärer Randliteratur. Und er ist nicht bei Ahmed überliefert, wie es im Kitab al-Tawhid steht, das ist ein Fehler, sondern im Buch der Askese, Kitab al-Zuhd von Ahmed. Der Tradent Tariq ibn Shihab, der das überliefert, im Kitab al-Tawhid steht, dass Tariq ibn Shihab sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Hier sind auch wieder zwei Fehler drin. Tariq ibn Shihab ist laut Ibn Abi Hatim, wenn ich mich irre, sagte er, dass er ist überhaupt gar kein Sahabi, dann wäre der Hadith Mursal. Abu Dawud meinte, er wäre ein Sahabi, aber er hat nichts vom Propheten gehört. Also es kam nicht zu derartigen Austausch mit dem Propheten. Dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist nicht unser Thema, auch wenn ich weiß, dass das nicht so problematisch wäre, aber man sollte sich auch die Frage stellen dann. Dann haben wir aber, Hadith kritisch betrachtet, haben wir hier Probleme. Hier dieser Hadith, da gibt es einmal die An'ana von A'mash. Was das ist, werde ich jetzt auch nicht erklären. Und Al-A'mash ist als Modellist bekannt. Dann kommt der mögliche Irsal hinzu, wenn denn Tariq ibn Shihab kein Sahabi ist. Dann kommt noch ein Fehler im Kitab al-Tawhid, der Hadith wird nicht dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückgeführt. Auf ihn zurückgeführt, sondern Tariq ibn Shihab
berichtet über Salman, dass Salman das erzählt hat. Und Salman ist bekannt als eine Person, die viele Berichte von den Ahlul Kitab übernommen hat und sie auch weiter erzählt hat. Und er erwähnt hier nicht explizit seine Quelle. Daher werden derartige Berichte nicht als prophetische Texte angenommen, laysa fi hukm al-marfu', da ein Potenzial besteht, dass dies ein israelitischer Bericht ist. Dieser Text ist nicht nur hadith-technisch fraglich, sondern auch inhaltlich. Schließlich ging es jedoch um Leben und Tod. Es ging ja darum, mach oder stirb. Das ist doch der Ikrah, den man kennt oder nicht. Oder zumindest die extremste und typischste Form des Ikrah. Warum ist er dann ins Feuer? Entweder tat er dies aus Überzeugung, aber der Kontext unterstützt das gar nicht, da der Prophet sagt, sie sind wegen einer Fliege. Also er ist wegen einer Fliege ins Feuer gekommen. Das heißt, yani, er war nicht so, er war Muslim. Aber warum wurde er dann verdammt? Eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich um ein Gesetz der vergangenen Gesetzgebung handelt bei den früheren Ummen, in denen der Ikrah keine Ausnahme darstellte. In der hypothetischen Annahme, dass der Bericht überhaupt authentisch ist. Also ist das überhaupt nicht, ja, dieser Hadith hat weder mit dem Thema was zu tun, noch hat das mit dem Ikrah was zu tun. Und damit wäre die Sache gar nicht gegessen. Da gibt es aber noch ein weiteres Aber. Dieses Aber ist schon viel besser. Der Vers erwähnt nur den Ikrah. Und hierzu haben die Leute einige Antworten. Das ist eine rein usul-technische Angelegenheit. Bei diesem Vers handelt es sich um einen allgemeinen Ausdruck. Zumindest einmal unmittelbar im gleichen Vers wird dieser allgemeine Ausdruck aber eingeschränkt durch den Ikrah. Richtig? Also wir haben hier einen allgemeinen Ausdruck. Man kafara, wer, alle, das bezieht sich auf alle. Man ist eines der allgemeinen Ausdrücke. Und dann sagt er, illa man ukrah, illa, das ist der Tachsis, das heißt die Einschränkung durch Ausnahmepartikel. Also haben wir zumindest einen Fall, der eingeschränkt worden ist. Hier aus dem allgemeinen Ausdruck wurde also ein Fall schon mal ausgeschieden. Es gibt aber weitere Einschränkungen, die nicht direkt im Vers selbst genannt wurden. Hier sogar zum Beispiel das Zitieren. Wenn ich einfach den Kufr zitiere und nacherzähle und das Aussprechen des Unglaubens bei Zeugenaussagen. Das alles sind Ausnahmen, die aber kein Ikrah darstellen. Und dann eine weitere Antwort, der Qiyas ist ein normativer Beleg, mit dem allgemeine Verse des Koran und der Sunna eingeschränkt werden können. Das ist der Standpunkt aller vier Rechtsschulen. Und Abu al-Khattab al-Kalwadhani al-Hanbali, ein hanbalitischer Rechtsgelehrter aus dem 5. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, er meint sogar, dass es den Konsens der Gefährten des Propheten darüber gibt. Dritte Sache, die Usul-Gelehrten sind sich uneins über die normative Belegfunktion eines allgemeinen Textes nach seiner partiellen Einschränkung. Also ist der allgemeine Teil, der bereits einmal eingeschränkt worden ist, inwiefern ist er noch, hat er noch einen normativen Charakter? Das sind nur mal Ansätze. Gelegentlich wird durch Darura-Situationen erlaubt, was nicht einmal im Ikrah legitim wäre. Wenn Feinde Bürger des muslimischen Staates als Schutzschilde nehmen, was man die Mas'alatul Tatarrus nennt, darf der Staat sie angreifen und damit den Tod dieser Geiseln in Kauf nehmen. Laut einigen klassischen Gelehrten ist dies erlaubt, wenn diverse Bedingungen gegeben sind, wenn festgestellt wird, dass es andernfalls zum Tod der Geiseln und dem Tod weiterer Bürger führt. Also wenn das sowieso passiert. Wenn dies aber nicht der Fall ist, dann ist es nicht erlaubt. Aber im Ikrah wäre das nicht erlaubt. Yani im Ikrah haben wir gesagt, dass das Töten nicht erlaubt ist. Und einige der Gelehrten bedienen sich in dem Fall der Darura auch an zwei expliziten Fällen in der Sunna. Einmal der Fall von Muhammad ibn Maslama, der in Bukhari Muslim überliefert wird. Das ist der Fall bei der Tötung des Ka'b ibn al-Ashraf, der zu allen erdenklichen Mitteln griff, um die Mekkaner gegen den Propheten zu hetzen, der Allianzen dafür gegründet hat und derartiges getan hat.
In den Sahihain wird überliefert, dass der Prophet dies bezüglich sprach und Muhammad ibn Maslama sollte gehen, um den Ka'b ibn Ashraf zu ermorden. Und daraufhin, aber er konnte das nur auf eine listige Art und Weise machen. Und daraufhin sagte der Prophet, er sagte, ja Rasulullah, er sagte, i'zan li, erlaube mir, ich habe den Wortlaut nicht mehr genau, auf jeden Fall, er sagte dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, erlaube mir zu sagen, yani Dinge zu sagen, die nicht schön sind, negative Dinge über dich zu sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Qul ma shi't, sag, was du möchtest. Dann ging er zu Ka'b ibn Ashraf und sagte ihm unter anderem, dass in der Riwayah von Bukhari und Muslim, er sagte, inna hadha ar-rajul qad arada sadaqatan wa qad annana. Er sagte, dieser Mann Muhammad, er möchte Sadaqat von uns und er macht uns fertig. Yani er bringt uns Sorge und Kummer. Als Ka'b ibn Ashraf das hörte, freute er sich. Er sagte, Wallahi la tamallunna. Bei Allah, ihr werdet schon bald von ihm gelangweilt sein. Und er sagte, Muhammad ibn Muslim zu ihm, er sagte, inna qad ittaba'nahu al-an. Wir sind ihm jetzt nun gefolgt und wir möchten ihn jetzt in diesem Zustand nicht lassen, um zu sehen, wie seine Sache endet. Yani, wenn sie im Guten endet, dann mashi, dann bleiben wir weiterhin bei ihm. Und wenn es für ihn schlecht aussieht, dann verlassen wir ihn. Auf jeden Fall, so ging die Geschichte weiter. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erwähnen, das ist für uns nicht ausschlaggebend, was dann alles passiert ist. Auf jeden Fall, die interessante Sache ist, der Prophet hat mir erlaubt, er hat erlaubt, den Propheten sich negativ über ihn zu äußern. Sich über ihn negativ zu äußern. Und wie aus der Riwaya von Ibn Sa'd zu entnehmen ist, wie Ibn Hajar auch sagt, sie wollten sich über ihn beklagen und ihn bemängeln. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam bemängeln, seine Entscheidung und seine, auch in Bezug auf die Sadaqat, wie man sehen kann. So, und das, für was? War dies eine Form des Ikrah, wie wir ihn kennen? Oder war das eine Form der Darura? Und Ibn al-Qayyim Rahimahullah erwähnte diesen Hadith und er sagt, dass einige der Ahlul Ilm diesen Hadith als problematisch empfanden, da die Sahaba, die mit ihm gegangen waren und Muhammad ibn Maslama selbst, sie haben verhöhnend über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und das widerspricht dem Iman. Und er erwähnte dann einige Eventualitäten und einige Deutungsmöglichkeiten und sagt er unter anderem, er sagt, dass diese Darura im weiteren Sinne von einigen als Ikrah bezeichnet wurde. Wobei er selbst dies nicht so sieht. Er selbst sieht eine andere Deutungsmöglichkeit entsprechend. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erlaubt. Und es betraf ja die Person des Propheten. Und wenn eine Person erlaubt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es in einer anderen Riwayah, die bei Ibn Ishaq erwähnt wird, er sagte, Qulu ma shi'tum oder Qul ma shi't. Sagt, was ihr wollt, über mich oder nicht über mich, über andere Sachen. Und dieses Wortlaut suggeriert, dass die Aussagen sich nicht nur auf den Propheten selbst beschränkt haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Fall, und das ist der Fall von Al-Hajjaj ibn Illat. Ahmed und Ibn Hibban und andere überliefern, dass Anas sagte, dass Al-Hajjaj ibn Illat, er kam zum Propheten und sagte, ich habe in Mekka Vermögen und Familie und ich möchte dorthin. Ja, um die Sachen zu holen. Ist es mir erlaubt, wenn ich dich schlecht mache? Ist es mir erlaubt, wenn ich dich schlecht mache? Er benutzt hier das Wort Ida ana niltu mink. Genau das Wort, was Ammar ibn Yasir verwendet hat, als er sich beim Propheten beklagte darüber, dass er über ihn schlecht geredet hat. Der Prophet sagte, er erlaubt ihm zu sagen, was er möchte. Und dann kam er zu seiner Frau und er sagte, sammle alles, was du hast, ich möchte von der Kriegsbeute Mohammed Dinge abkaufen, denn sie wurden ausgerottet und ihr Vermögen entwendet. Und dann sagt Anas, das sprach sich in Mekka rum und die Muslime versteckten sich aus Schreck, während die Polytheisten Freude und Heiterkeit
äußerten. Freude über die Ausrottung des Propheten und die Muslime zu zeigen, das ist die akuteste Form der Feindseligkeit, die man zum Ausdruck bringt, was zweifelsohne Unglaube ist. Auch einige der bekannten muslimischen Herrscher haben derartige Sachen gemacht. Wir haben hier einen Fall, und damit schließe ich jetzt so langsam ab. Das sind fast 3 Stunden jetzt. Das ist das Buch Al-Bidayah wa Nihaya. Wir haben hier das Jahr 586. Ich lese jetzt nicht den ganzen Fall vor. Es geht um Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah. Und es geht um die Belagerung der Stadt Akka. Ich glaube, im Deutschen nennen sie das Akkon. Die ist in Palästina. Die wurde von den Kreuzzüglern eingekesselt und belagert. Und der Statthalter von dieser Stadt, er schrieb Salahuddin, dass ihm die Nahrungsmittel ausgehen. Ihm gehen die Nahrungsmittel aus und sie brauchen Nachschub. Das reicht nur noch bis zum halben Monat, bis Mitte Schaban. Und dann sagt jetzt hier Ibn Kathir, er sagt, وَأَنَا رَفِيهَا مِنَ التُّجَّارِ وَكَانَتْ هَذِهِ السَّفِينَةِ وَكَانَ السُّلْطَانُ قَدْ جَهَّزَ قَبْلَ هَذِهِ السُّفُنِ الثَّلَاثِ سَفِينَةً كَبِيرَةً مِنْ بَيْرُوتِ فِيهَا مِنَ الْجُبْنِ وَالشَّحْمِ وَالْقَدِيدِ وَالسِّلَاحِ شَيْءٌ كَثِيرٌ. Er sagt, schon vor diesen 3 Schiffen hatte der Sultan, Salahuddin, eine große Flotte ausstatten lassen, die aus Beirut in Libanon mit Käse, Fett, Fleisch und Waffen beladen wurde. وَكَانَتْ هَذِهِ السَّفِينَةِ مِنْ سُفُنِ الصَّلِيبِيِّينَ الْمَغْنُومَةِ. Es handelte sich bei diesem Schiff um ein erbeutetes Schiff von den Kreuzrittern. وَأَمَرَ مَنْ فِيهَا مِنَ التُّجَّارَ أَنْ يَلْبَسُوا زِيَّ الصَّلِيبِيِّينَ حَتَّى إِنَّهُمْ حَلَقُوا لِحَاهُمْ. Er sagte, er befahl den Händlern, dass sie die Kleidung der Christen anlegen, und sie rasierten sich ihre Bärte und nahmen etwas Schwein mit aufs Schiff. Und dann sagte er, dass sie mit all dem fuhren sie zu den übrigen Schiffen der Kreuzzügler, welche annahmen, sie seien von ihnen. Und wie ein Geschoss, sagt er dann, zog die Flotte mit ihnen davon. Derartige Berichte und derartiges finden wir immer wieder in der Geschichte. Auch Salahuddin hat derartiges mehrmals machen lassen, dass er Leute teilweise als Mönche verkleidet hat. Das ist aber keine Form des typischen Ikrar, sondern eine Darura. Abschließend möchte ich Folgendes noch sagen. Vielleicht würde eine Nichtbeteiligung an den Wahlen viele Muslime nicht in den 5 Universalien beeinträchtigen und ihre Rechte schmälern. Aber dies trifft nicht überall zu. Und selbst wenn dies der Fall wäre und jemand irrt sich in der Einschätzung der Lage, weshalb wäre er ein Kafir? Aber zuletzt auch die allerletzte Sache. Der eine oder andere mag sagen, diese Aussage, dieser Standpunkt hat aber Konsequenzen. Der eine oder andere mag so einwenden, dass diese Aussage dann aber bedeutet, dass so und so, und es hat diese und jene Konsequenzen und Folgen. Auch hierzu sei gesagt, dass die Konsequenzen entweder nicht kohärent sind, es besteht keine Zwangsläufigkeit, sondern nur in den Vorstellungen und Behauptungen des Individuums, der nicht in der Lage ist, zu differenzieren und die Masail yani zu zerteilen und in den subtilen auf die subtilen Einzelheiten zu blicken, oder es sind tatsächlich zwangsläufige Folgerungen und Konsequenzen dieser Darstellung, und dann sind sie anzunehmen. Die Konsequenzen der Wahrheit sind wahr, genau wie die Konsequenzen der Falschheit falsch sind. Ich begnüge mich hiermit. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad, wassalamu alaikum.